Schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, euer Ani ist heute nicht alleine. Er hat sich einen wunderbaren Menschen dazu geholt hier fürs Video. Und zwar den lieben Herr Malzahn. Grüß dich. Ja, moin Leute. Hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn. Malzahn. Oh, ist das schön, wenn du das sagst. Ah, das ist ja herrlich. Ich spreche das auch jedes Mal mit bei dir im Video. Manche Sachen ändern sich nicht. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ich muss sagen, ich habe wieder heute selber ein Thumbnail gebastelt. Man sieht, es ist nicht so gut wie die letzten Male, wo es mir gemacht wurde. Wenn ich es angucke, ich finde, die Seiten sehen sehr gut aus. Die Mitte stört mich ein bisschen. Die Mitte ist, es ist aber auch, es ist so ein Wimmelbild. Ein bisschen. Es ist ein Wimmelbild. Ja, was soll ich suchen? Wird hier gesucht, welcher dieser drei Personen hat keinen Hals? Ich weiß es. So früh schon, das ist aber schnell gewesen. Sehr schön. Welche der Personen hat eine Unterhose auf dem Kopf? Ja. Heißt es schon wieder. Es ist aber ein wunderschönes Bild von ihm, finde ich. Es ist. Ja, ich dachte am Anfang, als ich solche Bilder gesehen habe, auch bei der Indianerstaffel, das wurde nachträglich so gemacht. Aber er hat es ja selber. Er hat sich ja selber so geschminkt. Hat er selber so gemacht, ja? Ich habe die Indianerstaffel komplett bei mir auf dem Kanal. Genau, ja. Ah, die hat mir irre Spaß gemacht, ey. Die war wunderschön, finde ich. Also ist das schon kulturelle Aneignung oder was er da gemacht hat? Ich weiß es nicht. War das damals schon so ein Thema? Nein, ich glaube nicht. Bei Rainer nicht. Außerdem würde ich mich, bei ihm würde ich mich immer freuen, wenn er sich überhaupt irgendwo was aneignet. Also, ja, stimmt. Wir haben uns heute ein wunderschönes Video rausgesucht, aber vorher müssen wir kurz über das Ding sprechen hier. Netflix. Über mein Mikrofon, dachte ich, wollten wir sprechen. Hörst du das? Ich höre einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ah, ne? Aber ich bin's immer wunderschön. Noch. Wunderschön. Wunderschön einfach. Wundervoll. Vielen Dank. So, Netflix. Netflix. Es gab Netflix eine Bestätigung, dass anscheinend mit der, wie heißt die, Thursday oder Tuesday Company, ich weiß es nicht. Wednesday. Nennen wir es Wednesday. Ich finde es auch besser. Es wurde mit der Wednesday Company, wird anscheinend verhandelt. Das heißt, dieser erste Vertrag, den er in dieser Wednesday Company hat, der ist anscheinend bestätigt. Mhm. Also der ist da schon mal drin. Ich wollte es nicht glauben, ich bin ganz ehrlich. Ja, ich war einer der großen Leugner, einer der großen, die gesagt haben, hier Ding. Bin ich noch nicht von überzeugt, aber es ist tatsächlich so. Ich wurde des Besseren belehrt. Das passiert. Ich verzeihe dir, ja. Das ist aber nicht von dir, danke. Ich halte mich gerade so ein bisschen raus um das, alles, was da passiert, weil ich das immer auch nur gerüchteweise höre und dann denke ich, wenn ich Gerüchte weiterverbreite, es hilft ja nicht. Ich verfolge es auch und denke, mal gucken, was dann am Ende bei dran ist. Mal gucken, immer. Ich freue mich schon immer, wenn das Handy bimmelt und also das Telefon und dann ist hier News von Anti-Mobbing Guys, also von Inge oder von Ofi oder so, wenn da mal News sind. Ich freue mich dann immer. Ja, auf jeden Fall. Immer so ein Update. Man ist immer dann drin. Also diese Kanäle sollte jeder vernünftige Mensch abonniert haben. Hast du die denn in deiner Videobeschreibung drin? Aber selbstverständlich. Ah, sehr gut. Natürlich. Profi einfach. Auch den Herr Malzahn ist da drin. Der Herr Malzahn ist auch drin. Hallo. Ich habe übrigens meiner Freundin letztens das Video gezeigt, wo du einen Song über mich gemacht hast. Also sie und was hat sie gesagt? Ja, sie versteht ja kein Deutsch, aber die Melodie fand sie gut. Die Melodie war schön, hat sie gesagt. Ich habe ihr den Text komplett übersetzt und sie hat gesagt, das ist großartig. Oh, okay. Herr Marcel, ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier Netflix gemacht haben, ein bisschen Werbung für deinen Kanal, das ist sehr richtig und wichtig, finde ich. Wie gesagt, hier, das ist er hier, der hier rechts, das ist hier dieser Drache. Nicht der also, in der Mitte, der rechts, also der andere Drache. Der richtige Drache. Ja. Der in der Mitte ist der Dudi-Drache. Ja. Der richtige Drache ist der Herr Malzahn und der ist in der Videobeschreibung. Das solltet ihr euch unbedingt mal die Videos anschauen. Die sind großartig. Am Ende gibt es immer einen Song. Diese Songs sind auch großartig. Aber auf Deutsch leider, auf Deutsch leider. Noch. Leider auf Deutsch, leider auf Deutsch, ja. Aber die meisten Leute, die dieses Video hier schauen, sprechen auch ganz gut Deutsch. Das stimmt, vielleicht passt das doch ganz gut. Ja, ich denke auch. Die Österreicher grüßen wir hier natürlich. Selbstverständlich, grüßen wir raus. Ich würde sagen, wollen wir rein ins Video hier mal? Rein in Rainer. Rein in Rainer, wir gucken 50 Lügen und Widersprüche. Ja, das ist ein Zusammenschnitt, ne? Es ist ein Zusammenschnitt, er sagt immer was, hier beweist mir das Gegenteil und dann wird ihm das Gegenteil bewiesen. Unten ist immer hier so ein kleiner Hashtag, was gerade dran ist. Ich entschuldige mich vorher schon dafür,
Manchmal ist er ein bisschen lauter, manchmal ist er ein bisschen leiser. Das Video ist leider so aufgenommen. Ich hoffe, das geht fit. Na gut. Ich hoffe, das geht fit. Ich würde sagen, Abfahrt, oder? Abfahrt. Ich sei arrogant. Verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, was es heißt. Wollen wir hier direkt einhaken? Ich glaube ihm, dass er nicht weiß, was arrogant ist. Also. Ach so, so rum. Schwierig. Das erinnert mich sofort an sein. Ihr wollt Arroganz? Okay, dann sage ich euch, was ich jetzt alles habe. Genau. Und dann ja, das ist doch herrlich. Das hat Henk letztes Mal in seinem Livestream gemacht. Hier 50 Sachen. Was hat denn alles, was ich habe oder so? Ja, ich habe ein Super Nintendo. Ja. Ich habe Spiele auf Steam. Ich habe eine Wii. Ich habe eine Wii U. Ah, das ist einfach Junge. Mein liebster Klassiker. Ist auch, ich verstehe nicht, was das soll, diese Aussage. Hä? Warum? Ich habe doch gar keine. Ich habe doch nie. Warum? Ich habe nie irgendwas gemacht, dass ich arrogant bin. Du bist so arrogant. Du bist ein so arrogantes Stück. Unglaublich. Hey, im Gegensatz zu mir habe ich. Im Gegensatz zu mir habe ich. Der Versprecher. Sehr schön. Im Gegensatz zu dir habe ich in meinem Leben was geschafft. Ich meine, musst du es mal schaffen, dass 1 Million Leute im Monat deine Videos schauen? Dann reden wir weiter. Ich habe mir jetzt verdient, arrogant zu sein. Tut mir leid, du Arschloch. Das ist auch so ein Ding, weißt du, ey. Warum jetzt die Beleidigung da einfach hinterher? Hat überhaupt keinen Sinn gemacht jetzt. Ich denke ja oft, warum sagt er noch was hinterher? Er hatte seinen Punkt ja schon geklärt. Oder er versucht ihn zu klären und dann kommen noch Sätze, die es immer kaputt machen. Ne? Er hat versucht, seinen Standpunkt klar zu machen und danach macht das einfach wieder kaputt. Ja. So, er hätte jetzt sagen können, ja, ich habe mir was erarbeitet, guck mal hier, aus dem Nichts aufgebaut, so seine Standardleier. Mhm. Ich habe mir das verdient, so ein bisschen arrogant zu sein. Ist natürlich keiner mit einverstanden. Ja? Niemand hat es verdient, arrogant zu sein. Wenn ich sehe, was andere Leute erreicht haben, wie, was weiß ich, die Rocket Beans oder so, davon ist keiner arrogant. Komisch. Also ich habe mal den Simon in Hamburg getroffen, den Simon Kretschmer, gefragt, ey Simon, hier, hi und so weiter. So, weiß ich, ist es ein komisches Gefühl wahrscheinlich für ihn gewesen, ja, so einen großen YouTuber zu treffen. Nein. es war ja für mich so, als wenn ich ihn schon lange kennen würde. Aber er hat mich ja noch nie gesehen, so, weißt du. Und er war trotzdem super nett. Er hat mich gefragt, also, hier, wie sieht's aus, wollen wir noch ein Selfie machen und so weiter. Der ist total nett, ehrlich. Super netter Dude einfach. Aber so ging es mir mit dir ja auch. Ich hatte deine Videos gehört und dann waren wir zum ersten Mal hier live direkt und ich dachte, jetzt spreche ich mit ihm. Oh nein. Gott. Ja. Ich sage, Simon, apropos Orthogramm. Ja. Willst du eins? Aber ganz bescheidener Kerl, er wollte keins haben. Machen wir weiter, lieber. Ja. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich diesen Monat mit Junau verdient habe. Oh, das ist auch so wunderschön. Wie er da mit der Sonnenbrille sitzt. Ja. Ich muss sagen, mir steht die besser. Oh, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Wenn man unten links sieht hier, mir steht die besser. Zack. Die steht einfach, vielleicht auch, weil du einen Hals hast. Vielleicht braucht man die Brille einen Hals. Ja, ist einfach eine Halsbrille so. Die betont einfach den Hals. Die Halsbrille. Nur auf YouNow. 100 Euro. 100 Euro. Leg das 10-fache drauf und dann hast du es. Wie er nicht weiß, was 10 mal 100 Euro ist. Kannst ich wollte gerade sagen, denken? Lord und Zahlen könnten wir jetzt abkreuzen. Leg mach ich. 10-fache drauf. Ja. Ey, kannst du nicht ausdenken. Er weiß halt nicht, was das 10-fache von 100 ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber auch, ja genau. Man sieht einfach, er weiß es nicht. Sonst hätte er so bei 1000 Euro nicht gesagt, doch, es sind 1000. Ja. Wieso überhaupt nicht, was ich verdient habe? Oder für ihn sind 1000 Euro so viel. Kann auch sein. Das, ja, ich weiß nicht, von wann das Video jetzt wieder ist. Vielleicht war das damals für ihn ganz viel. Später waren es ja 8000 bis 10.000. Also. Ja, genau. Ich habe den Monat ungefähr das 10-fache verdient, wie die meisten wahrscheinlich überhaupt in ihrem ganzen Leben schon verdient. Wenn du dann überlegst, das 10-fache, das heißt, er denkt, die meisten Menschen verdienen im Leben 100 Euro. Im Leben, ja. Im Leben verdienen die Menschen 100 Euro. Kannst du dir ja nicht ausdenken. So. Du, brutto oder netto? Egal. Er wird wahrscheinlich brutto sein. Also ich müsste da schon ein bisschen zwacken, muss ich zugeben. Also, da müsste ich schon ein paar Abstriche machen. Wenn ich mein ganzes Leben lang 100 Euro hätte, musst du zugeben, dann wird es eng werden. Am Ende des Lebens eng, ne? Ja. Verdient haben. Es ist ja nur YouNow, Leute. Dazu kommt YouTube, dazu kommt der 400-Euro-Job und was weiß ich alles noch. Wie viele 400-Euro-Jobs er damals noch hatte? Ja, der Posterverkauf kommt noch dazu. Hallo? Ja, was da alles noch dazu kommt.
Oh, der 400, wie er damit flext, ne? Und dann kommt der 400-Euro-Job noch oben drauf. Er hatte gar keinen. Das ist ja das Wichtige. Oh. Dabei. Er hatte dann, ja gar keinen. Dann noch das. Ja, in seiner Geschichte hatte er einen. Okay. Ja, gut. Dazu kommt mein Merchandise. Ach, Leute, ihr habt doch keine Ahnung, was ich wirklich verdiene, Alter. Ein wunderschönes Bild, oder? Ist das auch wieder ein Originalbild? Es ist ein Original. Das ist ja schlimm. Also, ich find's wunderschön. Also schön, aber ja, schön und schlimm. Du findest es schön, ich find's schlimm. Und trotzdem meinen wir das Gleiche. Ist auch genau. Gut. Ich verdiene ein paar tausend Euro jeden Monat mit meinen Streams und meinen Videos, mit meinem Merchandise und so weiter. Ja, paar tausend. 500 habe ich jeden Monat. Ich habe gerade ein bisschen Erbrochenes im Mund, muss ich zugeben. Ich wüsste nicht, warum. Ich finde aber auch schön, wie man auch hier keinen Hals erkennt. Und man sieht, er hat eine Halskette, Hätte. Die einfach, weil da kein Hals ist, im Nichts verschwindet. Die ist einfach weg. Die ist einfach, als würde sie so in die Haut reingehen, ne? Ja, ja, weil da kein Hals ist. So eine Halskette ohne Hals macht halt wenig Sinn. Aber das ist alles, was ich habe. Das heißt, davon zahle ich Wasser, davon zahle ich Strom, davon zahle ich Essen, davon zahle ich Trinken, davon zahle ich Auto, dafür zahle ich... Er erzählt gerade, was er alles bezahlt mit nur 500 Euro, die er hat im Monat. Also was er alles mit 500 Euro bezahlt, ist Wahnsinn. Kein Wunder, dass er keine Kohle für Strom hatte. Irgendwie rechnet der anders, habe ich das Gefühl. Der rechnet irgendwie anders. Mhm. Ah. Vielleicht ist 500 aber auch das Zehnfache von 100, man weiß es nicht. Das könnte sein. Bei ihm vielleicht. Was ist denn das für ein Raum im Hintergrund? Kennst du den? Das ist das Badezimmer. Seins? Ja. Ja, ich habe noch nie einen Stream aus seinem Badezimmer gesehen. Vielleicht hat er da ja öfter... In dem Video hat er sich rasiert. Wo denn? Im Gesicht. Okay. Ja, Entschuldigung. Man sieht es doch an der Kerbe im Sechsfach. Ja, gut. Ah, stimmt. Okay. Was, dass du das alles weißt? Ey, das ist echt faszinierend. Da hat er sich rasiert. Das war am 27.03. Ja. Okay. Ich bin jetzt seit, wie gesagt, Ende 2014, Anfang 2015 bin ich im Game und ich bin da mit Leidenschaft drin, bin ich ganz ehrlich. Also ich schaue mir die Sachen auch wirklich alle gerne noch ein, zwei, dreimal an. So, ich bin da voll dabei. Das merke ich sehr. Ich finde es immer wunderschön, wenn ich ein Video finde, das ich noch nicht gesehen habe, so ein altes. Mhm. Und ich mag das ja auch, ey, dann normalerweise, wenn ich das noch nicht gesehen habe, sofort an den Rechner, OBS anschmeißen und Video drüber machen. Weil es kann ja sein, dass es andere Leute auch noch nicht gesehen haben und dann muss das gezeigt werden, finde ich. Muss hinaus. Es muss zur Welt. Ja. Es muss in die Welt hinaus, genau. Danke, danke für deine Mission. Immer gerne, immer gerne. Dafür zahle ich, da bleibt mir gar nichts übrig. Und bei dieser Mission möchte ich noch mal kurz sagen, nicht nur ich habe diese Mission, sondern auch der liebe Inge von den Anti-Mobbing-Guys, der hat einen Drachenlord-Archiv-Kanal. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, der ist ganz neu. Da haut er jeden Tag 3-4 Videos raus. Wunderbare Dinger sind dabei, sage ich euch. Sollte man unbedingt abonniert haben. 500 Euro, 600 Euro. Das ist alles, was ich habe. Ich meine, dass ich fett bin, sieht doch jeder. Und jetzt wieder irre laut, ey, Wahnsinn. Ja. Jeder, der Augen im Kopf hat. Das ist nicht meine richtige Beleidigung. Warte mal, Pause. Also ich kann echt nicht nachvollziehen, wie Drache, der nur genauso faul und fett wie ich ist, so lange ohne Strom auskommen konnte. Erstmal langsam, Kollege, mit den Beleidigungen. Ja. Da sagt er, ist keine Beleidigung, aber sobald es wer anders sagt, wird es dann schwierig. Der Drache hat sich auf Twitter Drache aka der Göttliche genannt? Ja. Das höchste Wesen. Keiner kann es ihm reichen, das Wasser. Drachenlord war schon weg und dann musste er gucken, wie er das Problem löst. Wie viel Twitter er damals noch hatte. Ja, wow. Hm. Wie witzig. Ja. Auch ein wunderschöner Song einfach. Oh, ein Klassiker. Ein wunderschöner Song. Rainer, ich hätte da auch mal eine Frage. Ach, der Autounfall. Ach, das war auch so schön. Und dann sagt er am Ende, ich habe das nie bestritten. Ich hab nur gefragt, welcher Unfall. Ich wusste ja nicht. Es gibt so viele Unfälle. So, ey, kannst du dir nicht ausdenken, was für ein Blödsinn der da redet. Ich habe keine Ahnung, welcher Autounfall das ist. Nee? Da ist einer hinten drauf gefahren. Also, zeigen sie bestimmt gleich. Okay. Mann. Wie ist denn das jetzt mit deinem Auto passiert? Weil die MTS meinten gerade, dass da irgendwas gewesen wäre. Keine Ahnung, wovon du redest. Ach komm, Rainer. Guck mal, Rainer hat auch keine Ahnung. Reini und ich haben gerade keine Ahnung. So. Die zwei Drachen, keine Ahnung. auf Twitter gab es auch irgendwie ein Bild von deinem Auto, wo vorne was kaputt war. Also, es gibt auf Twitter viele Bilder. Hey Drache, hast du dein
Den Autounfall gut überstanden, was? Fühlst du dich auch angesprochen, wenn da jemand Drache sagt? Ja, ich habe sofort reagiert und dachte, welcher Autounfall? Ich werde mir diese kleine Dulli-Story von mir gestern Abend erzählen. Ich war am FIFA-Zocken. Ja, bitte. Ich war am FIFA-Zocken und auf dem anderen Monitor lief dann das Video vom lieben Herr Malzahn. Ach, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Der dann sagte, Reini sagte irgendwas und dann sagte Herr Malzahn, Ani? Und ich gucke auf den anderen Monitor und sage, ja. Einfach mit deinem Video geredet. Ich finde es so schön, wie du dachtest, dass das einfach ein Stream ist, wo du live dabei bist. Ich war einfach drin im Game so, weißt du. Ich habe auf Weltklasse gespielt gegen eine starke Mannschaft. Und ich war so in dem Spiel drin und dann höre ich so Ani und ich drehe mich, ja. Ich dachte, hä, warum sage ich das jetzt? Ich habe einfach im Video geantwortet. Oh, ja, du musst mir echt mal einsprechen. Fun Fact hat er nicht gesagt. Oder Fun Fact hat er nicht gesagt. Ja, genau. Ja, das brauche ich von dir. Okay. Bekommst du alles. Was für ein Autounfall. Was haben die alle mit ihrem Unfall? Ach, keine Ahnung, die spinnen sich mit irgendwas zusammen. Weißt doch, die Hater, jedes Mal, wenn irgendwas ist, glauben sie gleich, das wurde Drache. Wie er das abstreitet und erzählt, dass die Voldehates alles Lügner sind. Ja, ich weiß ja wirklich, ich weiß ja noch nicht, ob da was passiert ist oder nicht, aber er möchte gerade wirklich das Narrativ aufbauen, es ist nichts passiert. Und wenn jetzt am Ende doch was passiert ist, dann ist es richtig, richtig, richtig dreist gelogen. Ja, pass mal auf. Ja, da ist es. Ach! Da ist das Bild. Das ging halt auf Twitter rum. Gut. Da läuft. Es muss böse geknallt haben irgendwie. Ja. Man sieht, schon. Die Kühlflüssigkeit läuft aus. Und bei mir ist auch gerade was im Hintergrund. Ich glaube, Consuela ist wieder zu laut. Consuela! Halt dein Maul! Manchmal habe ich Angst vor Ani. So. Airbags sind offen. Kühlwasser läuft aus. Stimmt, also, die Airbags sind auch offen. Selbst bei dem, es ist ein BMW, ne? Ist hier hinten die Scheibe kaputt? Das sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, hinten ist die Scheibe kaputt. Oder sieht das nur so aus hier? Also auf jeden Fall ist das Licht kaputt hinten, das linke, würde ich sagen. Ja, das ist kaputt. Sorry Leute, habe gerade ganz kurz pausiert. Ich musste mal eben schauen, was das für ein Geräusch ist. Ich dachte mal, ich habe die ganze Zeit weitergeredet. Was musst du sagen? Du hättest jetzt auch wenigstens den Joke ankündigen können. Jetzt hast du mich auch immer schon okay. Und hiernach hat er den Rudi A4 bekommen. Ist das der rote? Das ist der rote, der rasende Rudi. Genau, der ist danach bekommen, weil der hier ja Metal Off gesagt hat dann. Ja. Also es muss schon gut gescheppert haben. Und dieses Bild ist halt rumgegangen. Jeder kannte dieses Bild. Und Reini hat trotzdem weiter bestritten, dass es einen Unfall gab. Boah, ist das krass. Ja, das ist aber wirklich richtig dreist dann. Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, ich möchte darüber nicht reden. Na, genau. Okay, Punkt. Aber so was für ein Unfall. Das kann man ja bei vielen Sachen hätte er das machen können. Ey Leute, da möchte ich nicht drüber reden. Fertig. So, das hätte man bei sehr, sehr vielen Sachen machen können. Er hätte gut daran getan. Aber nö. Es gab noch ein viel schöneres Bild. Da hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und lehnt so auf dem Autodach. Das ist noch schöner. Oh, der Sound ist weg. Consuela hat aufgehört. Ja. Ah, da ist es! Ah ja, da ist es. Ey, ohne Spaß, man sollte über sowas nicht lachen. Das ist überhaupt nicht witzig. Ich find's zum Schreien, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es vor allem jetzt witzig, weil er vorher eben mit dieser Dreistigkeit versucht hat, rumzukommen, ne? Genau. Wenn er gesagt hätte, mir ist ein Unfall, ich weiß, das ist alles doof und es tut mir total leid und so, dann hätte ich jetzt auch Mitleid gehabt. Aber so, es hält sich das in Grenzen. Ja. Er hätte auch sagen können, ey Leute, ey, sind wir ganz ehrlich, ich fahre auch jetzt schon lange Auto, ich bin auch schon mal einem hinten drauf gefahren. Ja, ich war einfach unachtsam, habe am Radio rumgedamelt und bin dann einem, also ganz leicht nur, also es ist jetzt kein Schaden groß entstanden. Ich habe ihm eine neue Lackierung für die Heckstoßstange bezahlt und dann war gut. Es war jetzt nichts Schlimmes, aber ey, das kann passieren. Auf jeden Fall. Ist mir auch schon passiert, muss ich auch gestehen. Aber bei mir war es so leicht, dass nur hinten, der hatte so eine Anhängerkupplung und da so ein Tennisball drauf, ne? Mhm. Und der ist dann einfach runtergefallen, abgefallen. Hast du ihm einen neuen Tennisball bezahlt? Nee, nicht. Ich hatte ganz frisch den Führerschein. Natürlich der Klassiker irgendwie am Radio, irgendwie mach mal den Song lauter und dann nicht nach vorne geguckt. Ja, aber es war, es hat mir schon gereicht. Es kann halt jedem passieren.
Es kann halt wirklich jedem passieren. So, aber dass er das halt abstreitet. So, ey, er hätte ja sagen können, ey Leute, will ich nicht drüber reden. Ich hatte einen Unfall, ja klar. Aber ganz im Ernst, wem ist das noch nie passiert oder so? Dann hätten natürlich alle gesagt, ja, mir ist das noch nie passiert, klar. Hätten noch ein bisschen geärgert, aber das kann halt passieren. So. Aber weil er eben da so dreist lügt, das macht's halt, das macht dieses Bild so schön irgendwie, finde ich. Ja. Also, es gibt da so einen auf YouTube, der hat so eine Videos zusammengeschnitten, wie immer einer an Unfallstellen vorbeifährt. Also da ist nie was passiert groß. Aber da ist er, weiß ich, das Auto hängt so halb auf der Leitplanke und dann hält er kurz an, macht Fenster runter und sagt, ey, du darfst da nicht parken und fährt einfach wieder weiter. Und jetzt überlege ich mal, da wäre jetzt ein Hater vorbeigekommen. Bruder, wäre ich da vorbeigefahren, hätte ich das Fenster runtergemacht. Reini, du kannst da nicht parken. Was meinst du, was dann Gebrüll gewesen wäre? Bruder! Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das jetzt so hoch bis in den Norden gehört, das kannst du aber wissen. Bis nach Spanien wahrscheinlich. Ja. Ich gucke gerade auch das Fenster. Also das hat ja jemand aus dem Fenster fotografiert. Ja. Ne? Und ich stelle mir auch mal vor, du guckst morgens aus dem Fenster und dann steht da der Drache. Wie schön kann so ein Tag anfangen eigentlich? Ja. Wie schön kann so ein Tag anfangen? Wow. Ich glaube, das ist aber auch nicht kaputt hier. Ich glaube, ich habe mich verstanden. Ich glaube, das ist ein Schatten, der hier auf der Heckscheibe ist. Von dem BMW wupp dich. Ja, siehst du? Die Scheibe ist noch heile. Ja. Es kann ja sein, dass ich die Heckklappe irgendwie an die Scheibe gedrückt hat oder so und die dann Knacks bekommt, aber. Ja. Aber gut. Nicht. Okay, wir gucken mal weiter. Dazu kommt der 400-Euro-Job und was weiß ich alles noch. Ach Leute, ihr habt doch keine Ahnung, was ich wirklich verdiene, Alter. Wie war die Arbeit? Die Arbeit war gestern, oder war der. Oder war die heute? Ich weiß nicht mehr, wie ich euch belogen habe, komm. Kleiner Spoiler. War die heute? Hab vergessen, wie ich euch angelogen habe. Tut mir leid. Oh, und weißt du, wie unschuldig er ist in den 2013, 2014 noch? Es ist einfach ein anderer Reini. Nee, es ist kein anderer Reini. Er hat das damals einfach. Also, ist meine große Überzeugung. Aber er hat es nicht so gesagt. Er hat es besser versteckt, genau. Genau. Ist der gleiche Reiner gewesen. Ja, gut. Das nehme ich auch gerne. Aber er hat es eben noch nicht so raushängen lassen. Und jetzt, hier kommt genau. Das, springt dir das Negative so ins Gesicht. Ah. Hast jetzt Feierabend. ihr habt vergessen, wie ich euch angelogen habe, wann ich arbeite. Hat er immer erzählt, ja, mittwochs bin ich immer am Arbeiten, da habe ich noch meinen Job und so weiter. Deswegen habe ich auch das Video nicht gemacht und so. Mhm. Ja. Bin? Passiert. Ja, passiert. Weil passiert mir auch ständig. Ja. Yeah. Pass. Also, hey. So ein, zwei Mal am Tag passiert mir schon, wie ich vergessen habe, die Leute anzulügen. Ja. Ist immer blöd, wenn es mir bei meiner Mulle passiert, aber naja. Zweite Mal am Tag ist das halt Standard, ne? Schon. Es ist aber das Gleiche, wenn jemand sagt, ein Messi, was immer über mich behauptet wird, noch bin ich jemand, der in irgendeiner Art und Weise im Saustall lebt. Ja, doch nicht. Nein. Wie professionell er damals auch die Wand gestrichen hat hier, ne? Kannst du dir nicht ausdenken, Bruder. Ich hab grad gedacht, ist das auch ein Schattenwurf oder was ist das da hinten? Nee, das ist angesprüht einfach. Oh. Bruder. Ist das schlimm. Und dann sieht man dieses Bild einfach von ihm, wie er sagt, ich sitze doch nicht in der Müllkippe und so. Ja, ist es bei mir trotzdem nicht so schlimm wie bei anderen. Und bei mir, meiner Meinung nach. Die Ausrede ist ja auch immer so gut. Bei mir ist es halt nicht so schlimm wie bei anderen. Das ist, als wenn du stehst wegen Mord vor Gericht. Ja, ich habe aber nicht so viele getötet wie andere. Ja, also eigentlich bin ich schon ein bisschen unschuldig. Ne? Also das muss man mich schon anrechnen. Die 3-4 Leute. So, andere haben viel mehr gemacht. Genau. Lebe ich in einem durchschnittlichen Chaos? Natürlich. Wieso ist da ein Loch in der Tür? Meine Schwester. Genau. Seine Schwester. Garantiert seine Schwester. Es gibt da Gerüchte, dass Rudi wohl nachts mal Ramona ins Zimmer wollte. Ich möchte hier nichts bestätigen oder irgendwas anderes. Es sind nur Gerüchte. Ja. Ich glaube, es war Rainer. Ich ganz ehrlich, man kennt seine Impulskontrolle. Das wäre das, was am meisten dafür sprechen würde. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass Reini da irgendwie Türen eintritt. Das ist ja auch schon Next Level. Ja. Na gut. Einfach mal mit dem Fuß durchgetreten. Momentan schaut es echt überall aus. Küche. Das ist ein normales Chaos. Das ist für ihn normal. Guck dir das mal an. Guck mal auf den Küchentisch da hinten. Ja. Und ich gucke auf die Wand. Ich gucke auf die Wand unterm Fenster. Was ist denn das?
Wieso? Da ist einfach, haben sie wohl eine neue Wasserleitung gelegt oder was einfach nicht wieder zugeputzt. Ja. Und wieso hat einer einen Spiegel in der Küche hängen? Oh, ist das schlimm. Ja, das ist auch eine Frage, warum Spiegel? Aber ja, es ist ja nicht nur, dass hier dreckiges Geschirr steht. Es ist ja so, dass ich das Geschirr, das hat er ja schon gestapelt. Er hat es dahin gestapelt. Es, Wahnsinn. Als hätte er das extra vorbereitet, so, mhm, ne? So, okay, so sieht's nicht wirklich aus. Aber wir tun mal so, gleich kommt der Parabelritter für ein Video. Genau. Nee. Ist, um Himmels Willen, ist das schlimm. Original, da. Ist das Wahnsinn. Und das war ja nicht Ende der Schanze, das war ja mittendrin. Ja, klar. Das war die Anfangszeit. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, der wird echt jetzt noch umgebaut. Das Zeug, das soll rüberkommen, das soll rauskommen. Guck dir das an hier. Wahnsinn. Wahnsinn einfach. Weil drüben soll ja das Essen. Hinter ihm. Zimmer werden. Bruder. Es ist alles voll. Alles. Es ist voll. Einfach alles. Aber natürlich hat er Zeit gehabt, noch ein Avatar-Poster an die Tür zu hängen. Ja, das und auch in der Küche. Was ist das denn? Was ist das Grüne da hinten für ein Poster? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ihr es erkennt, schreibt es in die Kommentare, bitte. Wir lernen gern. Ja, genau. Wo jetzt der Greenscreen-Raum ist. Du hast aber schon einiges runtergekloppt, hä? Ja, ich habe halt überall Baustellen im Moment im Haus, ne? Weil alles muss... Runterkloppen geht halt einfacher, als wieder zumachen, ne? Im Moment sind überall Baustellen. Boah, ist das schlimm. Ah. Aber bei anderen sieht es schlimmer aus. Deswegen ist es so. Ja, cool. Das stimmt. Wenn ich mich gerade hier umgucke. Hat, dass er so ein Risen-Poster hier hängt. Ich liebe halt Risen. Wo ist denn das? Großer, links an der Wand. Ah ja, über stimmt. Über diesem Karton. Ja, über Karton. Warum auch immer dann Karton ist. Oder eine Kiste. Ich liebe Risen. Also Gothic 1, 2 und Risen 1. Großartige Games. Ja, diese umgerundeten Wänden. Ja. Und ja, da ist halt auch noch Baustelle. Ja, auch noch eines zu tun, ne? Ja. Ich schneide mir die Haare. Boah, und dann macht er die Tür auf und es ist noch so ein Raum mit Schutt und... Oh ja. Mein, das ist schlimm. Also so. Ich weiß nicht, ob beim Abriss der Schanze mehr Schutt entstanden ist, als schon drinne war. Ja. Es kann sein, dass dieser große Schutthaufen einfach so rausgefallen ist aus den Fenstern oder so. Dass das wenigste davon die Schanze war. Aber also gerne selber. Ja. Und ich schneide sie. Ich wollte gerade sagen, ich habe lange das Video nicht mehr gesehen vom Parabelritter. Ich glaube, ich habe es nur einmal geguckt. Aber ich hatte es nicht so schlimm abgespeichert. Ach. Gut. Okay, wir gehen zum Friseurlord. Friseur, selber, weil ich dann eben die 10 Euro spare und mir dafür stattdessen irgendwas Sinnvolles kaufen kann. Also eine Haarschnitt ist nichts Sinnvolles. Okay. Und warum muss ich zum Friseur gehen, wenn ich mir die Haare nur kurz schneide? Weil ich dann eben die 10 Euro spare und... Es gibt Menschen, die können das wirklich gut. Na, Hank Lewis zum Beispiel schneidet sich seine Haare auch selbst. Ist das so? Der schneidet sich seine Haare selbst und sieht so gut aus. Ja. Oder hier auch von Bonjour, Matteo schneidet die auch selbst. Sieht auch gut aus. Aber er halt hier, das ist so, ne, nicht so richtig. Ich finde, diese Irokesenzeit fand ich auch so schön. Wie er sich den Iro schneidet und dann wirklich irgendwie auf halblinks hängen hat, so, weißt du? Ja, oder? Ja. Oh, die sind auch herrlich. Wo es wirklich jeder sieht, also nicht, wo man dann ihn ein bisschen beobachten muss, sondern sofort sieht, da ist irgendwas schräg. Ja, das man sieht ja an der Nase schon ungefähr, wo das Gesicht, wo die Mitte des Gesichtes ist. Ja. Und da fängt halt so die Frisur an und geht nach links rüber, so, weißt du? Wahnsinn. Weiter? Und weiter? Das Problem. Und 10 Euro zum Friseur. Ich weiß ja nicht, zu welchem Billigfriseur du gehst. Er hat gerade gesagt, er spart sich die 10 Euro. Mhm. Ja? Just saying. Aber bei mir kostet es schon 25 Euro nur das Schneiden. Und für 25 Euro kann ich mir schon viel kaufen. Zum Beispiel eine schöne Handykarte. Brauche ich in meinem Fall nicht, weil ich habe einen Vertrag. Aber... Schönes Beispiel. Trotzdem einmal mal kauft. Ja. Eine Frisur ist nichts Sinnvolles, aber eine Handykarte zu kaufen, wenn man einen Vertrag hat, das ist sinnvoll. Okay. Das ist sinnvoll. Ja, natürlich. Ist ihm als erstes eingefallen. Ja. Und eine schöne Steam-Karte, eine schöne Nintendo-Karte. Kann ich mir von Nintendo schon mal ein Spiel kaufen für meine Konsole? Wie er auf diesen Karten rumrollt. Ich gehe nicht zum Friseur und investiere das Geld für Spiele. So ist es. Ja, gut. Er kann auch seinen Bankaccount nicht damit verknüpfen, anscheinend. Deswegen braucht er diese Prepaid-Karten. Unfassbar. Und vorher erzählt er uns noch, wie viel er verdient. Und hier spart er das Geld für den Friseur ein, um sich das zu kaufen. Genau. Sohle. Ja, meiner kostet nur schneiden, 25 Euro. Dann kommt aber noch das Waschen dazu und das Föhnen und alles. Meistens kriege ich dann noch einen Kaffee dazu. Den Kaffee muss man meist nicht bezahlen, Reini. Ja. Den bekommt man so. Ja. Also, unter 30 Euro gehe ich auch nicht beim Friseur raus. Also er spart sich 10 Euro und unter 30 Euro geht er nicht raus. Okay.
35 Euro oder was zahle ich da schon? Sag mal, ist der nicht in den Kopf? Und endet mit 35 Euro, das ist ja schön. Fängt bei 10 an, endet mit 35. Ich fängt bei 10 an, endet mit 35, wunderbar. So gut. Ich sag das auch immer, wenn meine Freundin mich ruft, dann sage ich immer, ja, ich komme um 3, Tendenz halb 4, vielleicht aber 4, vielleicht bin ich aber auch erst um halb 5 da. Ja. So, aber er meint es ernst. So. Das ist immer das, oh. Na gut. Dass ich sowas nicht nötig habe? Wenn du jemanden auf die Fresse hauen willst, was ist denn das für eine abartige, kranke Vorstellung? Ich glaube, da kriege ich Ärger von YouTube hier, wenn wir das rausbringen. Ich bin da gleich Leuten mit hier. Das, ich habe mir schon gedacht, dass das Video kommt. Das hier. Was? Ah, okay. Ich wieso, glaub, was ist aber, mit dem Video? Darf man das nicht veröffentlichen? Das überspringen wir gleich mal lieber. Ja. Geh wieder aufstehen! Ja, ist ja gut. Reini, ist gut. Ich mach mal hier so 1-2 Sekunden nach vorne. So. Über Sprachen. Oh, Spanisch. Das ist genau dein Thema. Da bin ich am Start. Ja, also bei mir ist es sowieso die Sache, wenn ich mich reinhänge, ne, im Sprachenlernen, war ich schon immer unglaublich talentiert. Nicht nur talentiert, sondern gleich unglaublich talentiert. Das ist Wahnsinn. Ja, das sagt. Ich kann unglaublich schnell Sprachen lernen, wenn ich jemanden habe, der mir das beibringt. Und kleiner Funfact, der spricht nicht mal Deutsch. Mich die Sprache fasziniert. Wie nicht mal Englisch, weißt du, es ist, wenn so jemand sagt, ich lerne viele gut Sprachen, das ist wirklich völlig am Leben vorbei. Komplett vorbeigeritten. Wow. Zum Beispiel Spanisch oder Italienisch. Quana, nee, Quando Valvares. Das ist sogar mexikanisch, glaube ich. Das ist mexikanisch. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir einfach nicht ausdenken. Was hat er denn gerade gesagt? Quando? Und dann? Quando Valvares, keine Ahnung, was er gesagt hat. Quando ist wann, ne? Und dann? Sag mir Quando, sag mir wann. Und dann? Valvares. Keine Ahnung. Ja, guck mal, er spricht besser als du. Er wollte wahrscheinlich sagen, verrat mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt oder so. Wahrscheinlich wollte er das. Mexikanisch verwechselt man immer ganz gerne. Ich habe ein Jahr lang... Ja, Spanisch und Mexikanisch verwechseln wir wirklich schnell. Das ist ein Ding. Oder wie zwei, oft schon passiert. Warte. 2011, was Ende? Ich finde bei diesen Lügen auch noch so schön, wie er darüber nachdenkt so, und noch laut nachdenkt. Wann war das denn alles, damit es glaubwürdiger klingt? Mhm. 2,5 Jahre Messerwurf gemacht. Mindestens. Okay. Ich treffe mein Ziel. Ach, den brauchen, ne? Das ist gut. Wo hat er den denn geworfen? Ey, warte, dann mach ich hier mal kurz zurück. Das schauen wir uns nochmal an. Nee. Ich habe 2,5 Jahre Messerwurf gemacht. Okay. Ich treffe mein Ziel. Jetzt guck dir an, wo das Ding hinfliegt. Pass auf. Wie geil. Ach, den brauchen, ne? Schwupp runter. Einfach völlig vorbei. Also es war ein richtig, richtig fieser, schlechter Wurf. Boah, war das schlecht. Nicht mal annähernd in die Richtung. Oh, das ist gut. Wow. Messerwurf gemacht. Oh, jetzt geht doch. In letzter Zeit ist es wirklich so, dass ich wirklich auch viel auf Englisch mache und so weiter. In letzter Zeit mache ich das immer öfter. Das merkt ihr auch. Das Wort ever sage ich zum Beispiel auch ziemlich oft zur Zeit. Ich habe. Ich sage ziemlich oft ever. Ja. Oh, Mann. Oh. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich never sage, werde ich von meinem eigenen Bengel gerickrollt. Never gonna give you up. Ich werde wirklich, wenn ich never sage, werde ich gerickrollt. Jedes Mal. Ja, zu Recht. Ich Übungen auf meiner Seite hier mache, wo ich immer bin, dass ich wesentlich besser werde, langsam. What the hell? What's going you on with your face? Have you a Ich habe ja schön. Dein Video gesehen, dein, weiß ich nicht, das drittletzte oder so, wo er auch auf Englisch geredet hat, wo du nur gelacht hast. Ich konnte auch nicht mehr. Ich musste auch eine Pause machen. Es war zu schön. Going you on with your face. Ja, ich hatte da gerade Abendbrot abgeräumt. Ich dachte, nee, ich kann jetzt hier keinen Teller halten. Das geht nicht. Das ist zu gut. Ah. Wow. Brainschaden? Was heißt ein Schaden auf Englisch? Have you brain busted? Ja, wahrscheinlich das. Oh, ist das schlimm. ADHS. Mein Englisch ist scheiße, ich weiß. I speak this time English, I will. I will. I speak this time English, I will. Verstehst du? Will. Verstehst du? Nee, klar, I will. We I will? We I will, glaube ich. We I will. We I will.
We I Will Rock You heißt es komplett. Ich mach das We I Will. Okay. Jetzt sehen. Dun, 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 dun. Das we so I will, we I will rock will you. Rock you. I learn English with extreme speed. I learn extreme speed. Language. Das ist ein schöner Satz. Oh Mann. Ah. Und auch hier wieder, ne? Wenn jemand kein Englisch spricht, mein Englisch ist auch nicht das Beste. So, ist auch nicht so Yellow from the Egg. Wenn das niemand spricht, so, ist okay. Aber sich dann wieder hinzustellen und zu sagen, ich lerne Sprachen übrigens sehr, sehr schnell. Ah, oh, ja, ja. Sorry. Ja, ist okay. Oh Mann. Oh, es ist wunderbar. Es ist wunderschön einfach. Er ist auch ein wunderschöner Mensch, finde ich. Das bin immer ein bisschen neidisch. Ich wäre auch gern so schön. Tja, Training. Hartes Training. Es kann nicht jeder so schön sein. Ich weiß das Wort für fremd, ne? I learn speed. Speed? I learn speed. With extreme speed. Ich habe mich nur früher, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht warum, ich habe mich nur früher mehr hinreißen lassen. Ich habe mich früher zu ernst genommen auf YouNow. Es war aber nur damals. Es ist heute gar nicht mehr. Es war auch nie im realen Leben der Fall. Ich habe schon immer über mich selber lachen können. Rainer, Ruhe! Ruhe, Rainer! Ruhe, Rainer, du! Affenkeks ist das. Ey, Grüße und Liebe gehen raus. Ja. Okay. Geh nicht auf den Kern beim Bier trinken, ja? So gut. Ruhe! Rainer! Rainer, Ruhe! Rainer, Ruhe, beruhig dich doch! Ja, beruhig dich doch! Bis nachher auf Verkehrbar, Rainer. Wir sehen uns doch gleich da. Was hast du, AIDS? Ja, dann komm doch zum Verkehrbar, trink mal ein Bier. Komm. Komm, wir trinken ein Bier zusammen. Komm mal mit zum Verkehrbar. Es ist blöd, ich muss mich mit dem Lachen echt ein bisschen mehr zusammenreißen. Wow. Ich mute mich ja hier nicht, weißt du? Wenn das Wort vergessen ist, dann mute ich mir mein Mikrofon nicht. Ich hab die ganze Zeit eine Hand vorm Mund, so dass es nicht rausbricht. Das ist ja schlimm. Ey, so sitze ich wirklich bei den meisten Videos halt, so, weißt du? Aber da mute ich mich meist. Ja, zu Recht. Komm, Junge, bis nachher. Also ich lerne jetzt halt Englisch. Und er geht immer auf alle Sätze ein. Das ist unfassbar. Oh, gut. Wir müssen besser in uns ruhen. Wir müssen vom Drachen jetzt lernen. Ja, wir lernen es. Umsetzungslord, es geht los. Okay. Muss es halt leider mittlerweile machen, weil ich halt quasi durch YouTube und durch meine Bekanntheit auf YouTube wirklich teilweise auch fast dazu gezwungen bin. Also in letzter Zeit ist es wirklich so, dass ich wirklich auch viel auf Englisch mache und so weiter. Oh, ich schaue mir mittlerweile auch viele Animes an. Heute lernen wir ein bisschen Japanisch. Er weiß, was ein Wort auf Japanisch heißt. Und zwar Kirschblüte. Ja. Sakura. Sakura. Das, ich hätte Arigato. Das weiß er nicht. Er weiß auch nicht, was Danke auf Deutsch heißt. Oder Entschuldigung. Ja. Also das weiß er, weil er halt durch diesen Naruto Anime, da kennt er das halt. Den Namen. Okay. Warum kann da heißt Englisch einer Kirschblüte. Lernen, Drache? Weil Englisch für'n Arsch ist. Und ich Englisch nie verwende. Ich weiß auch mittlerweile. Und ich Englisch nie verwende. Ich bin dazu gezwungen, durch meine Bekanntheit Englisch zu verwenden. Ich verwende es nicht. Das Schöne ist, diese ganzen Ausschnitte hier, ich kenne die wirklich, die meisten kenne ich nicht. Das ist alles gerade für mich neu. Ach, wunderschön. Es ist auch eine ganze Menge, die auf mich einprasselt gerade. Ein jungfräuliches Gehirn ist das wirklich. Ja, ist schlimm. Wow. Weil er wie er aussieht und alles, weil er so dumm war und in der Rewe mal eine Flasche fallen hat lassen und das auf die Überwachungskameras aufgenommen wurde. Deswegen weiß ich, wie er aussieht. Na klar. Und der Typ hat echt Probleme, der Typ, ey. Ohne Scheiß. Von wem redet er denn gerade? RBS. RBS hat mal in einem Stream von sich selbst gesagt, dass er da eine Flasche fallen lassen hat. Das hat Rainer gesehen. Also diesen Stream hat Rainer gesehen anscheinend. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin zum Rewe gegangen und habe die Überwachungskameras durchgeschaut. So, und hier antwortet der Rewe. Oh, der Rewe antwortet sogar. Ach, ja, wie hier rechts. Ja.
Hier behandelt es sich um eine Falschaussage. Die jeglicher Grundlage entbehrt. Das ist absichtliche Provokation. Absichtlich. Ja. Ach, schön. Meinst du, Drachi guckt auch unser Video jetzt gerade hier? Vielleicht. Hallo, Rai. Grüße gehen raus. Grüße raus an Beck. Kannst mal fragen, ob an die Überwachungskamera da ist. Ja, das wäre auch schön. Das ist übrigens, glaube ich, ist das Gespräch mit Baby Chrissy, wenn ich mich nicht irre. Wer ist Baby Chrissy? Meine Liebe, ich misstraue der ganzen Welt. Zeige ich dir nachher mal. Ist das, nur ganz kurz, also ist es nach Erdbärchen, ist es vor Cola-Bärchen? Ja. Ja, okay. Ja. Ich brauche mal so eine Pinnwand, wo ich mir das so hinmache. Dir vertrauen? Ich misstraue der ganzen Welt, sagt er. Hier, wenn du das nochmal hörst, ich gebe das mal kurz zurück. Ja. Misstrauen? Meine Liebe, ich misstraue der ganzen Welt. Und in Angesicht meiner Situation ist das, glaube ich, auch nicht wirklich verwerflich. Zum Thema Vertrauen sollte ich vielleicht außerdem noch eine Sache sagen. Ich vertraue jedem. Eine meiner größten Schwächen. Ja, merkst du was? Das ist aber doch die gleiche Aufnahme. Also die Stimme ist ja gleich. Das ist ja nicht 10 Jahre später oder so. Das ist halt wirklich. Wow. Oben und unten ist ein Widerspruch in sich. Ist auch nicht einfach zu erklären, wie genau ich das meine. Ja, ich vertraue niemandem und gleichzeitig vertraue ich irgendwie allen. Das ist. Weiß Bescheid. Das ist ganz schwierig, das zu erklären. Schwierige und knifflige Lebensphilosophie. Eine knifflige Leo. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Okay, hat man ja bei Boneclicks gesehen, du Großmaul. Junge. Boneclicks stand nämlich mal vor der Schanze. Ja, ich hab's gehört, aber ich habe davon noch nie ein Video gesehen. Und dann wollte Reini nicht mehr. Oh. Reini sagte ja, komm noch vorbei hier und so weiter, aber dann wollte Reini nicht mehr. Und der kam aus den USA, ne? Mhm. Aber der ist nicht extra für Reini da hingeflogen. Nee, der hatte einen Pressetermin oder so in Deutschland. Okay. Ach, mal, oder besser gesagt, wenn ich jemanden auf Smallhaut, der in Deutschland lebt und ans deutsche Gesetz gebunden ist, das ist eine Sache. Wenn ich jemanden aufs Maul hau, der national ist, habe ich ein bisschen mehr Probleme. Im Gegensatz zu anderen Vollidioten benutze ich mein Gehirn zum Denken. Ja. Und zum Vertrauen. Das ist einer seiner größten Schwächen. Oh Mann, ey. Das kannst du nicht ausdenken. Gut, dass er es nochmal sagt. Ja. Und nicht zum dumm rumlabern und Scheiße bauen. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Doch, mir fällt sogar ein Beispiel ein. Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir mein Geburts- oder mein Alter merke. Immer einmal, ja. Oh, das ist schön. Okay. Das hört sich jetzt völlig random an, weil ich weiß, dass ich 26 bin und ich weiß, dass ich 27 bin. Oder werde dieses Jahr. Mein Alter ist 26. Jetzt pass auf, jetzt rechne mit. Auch will das nicht so merken über diese Eselsbrücke, aber ich erkläre das immer gerne so. Besser gesagt, ich bin mal zu dem Schluss gekommen, weil ich irgendwie, ich habe keine Ahnung warum, ich habe über das Alter nachgedacht, über mein Alter. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990, ein Jahr alt gewesen. Das ist bis dahin richtig. Ich wollte gerade sagen, bisher kausal zusammengefasst. Also immer ein Jahr mehr als das Jahr. Ja. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0. Mein Alter ist eine 1. Auch dahin bis dahin richtig. Aber jetzt pass mal auf. Sprich, ich bin ein Jahr... Das ist gerade so Grundschule, erste Klasse. Er erzählt über Zahlen. Ja, ja, aber okay. Pass auf. Wie ich weiter erzählt. Das ist wunderschön. Ja, okay. Ja, älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 wurde ich 12. Hier wird es jetzt... Jetzt ist ein Fehler drin. 2011 wurde ich 12. Ja. 2015 26. Er ist sehr schnell gealtert in der Zeit. Ne? Das Ding ist, weißt du, das war kein Livestream, wo man sich mal verplappert. Das war einfach ein Video. Ja. Ja, dass er, du hast ja gerade Zahlen gesehen,
Er hat das ja geschnitten, das Video. Er hat das eingeblendet? Er hat das eingeblendet. Das ist ja dann noch schlimmer. Ach, er hat dieses Video geschnitten, hat da Effekte eingeblendet und so weiter und hat dann selber nicht gemerkt, was er da erzählt hat. Das gibt's da nicht. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert. Niemals. Diese Rechnung ergibt für mich Sinn, wenn ich jetzt Anlauf nehme und volle Pulle mit dem Kopf voran gegen eine Betonwand laufe. Dann ergibt es vielleicht Sinn. Ja, vielleicht musst du 2-3 Mal laufen, ganz ehrlich. Ja, stimmt. Ich schließe es nicht aus, mit dir ein Pärchen zu bilden. Was genau stellst du dir denn vor? Möchtest du mit mir ein Paar bilden, oder? Ich bin total verknallt in dich. Dieses Lachen immer, dieses... Das geht mir auch auf den Zeiger. Sag mal, das sind jetzt irgendwelche wahrscheinlich WhatsApp-Nachrichten oder so, die jetzt abgespielt werden? Ja, ich glaube auch an Baby Chrissy. Ja, okay. Hallo Rainer, Da sagt sie ihm, glaube ich, jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber sie sagt ihm, dass sie sich das nicht vorstellen kann und Bruder, dann wird er mit. Sobald er zurückgewiesen wird, geht's richtig. Ich will aber auch hier nicht den Spoiler-Dulli machen die ganze Zeit. Nein, es ist okay. Ich freue mich halt selber, das so zu sehen. Weißt du? Ich finde, also wir haben ja jetzt schon 17 Punkte gehört. Die waren alle sehr, sehr, sehr unangenehm und komisch. Einfach sehr komisch. Ja. Und jetzt kommt auch noch dieses Liebesleben, wo wir alle wissen, er hat ja keins. Eben. Genau. Und dieses erstens denkt er sich immer irgendwelche Freundinnen aus. Und zweitens, wenn er dann mit jemandem in Kontakt ist, dass er immer noch so viel reingibt, so, ja, lass uns treffen, du bist die große Liebe und so, dass er nicht einmal sich zurücknimmt, das ist so unangenehm. Ist so. Ist einfach so. Ich bin definitiv kein Erdbärchen 2.0, aber ich kann mir eine Beziehung nicht vorstellen. Was genau, war das jetzt von mir? Dass ich rumheule oder sowas? Und noch eine Sache. Die Kleine würde ich nicht mal... Bruder, das muss ich ja wieder schneiden. Wenn sie mich dafür bezahlen würde. Wie gesagt, ich bin eigentlich eher ein Mensch. Wenn sie mich dafür bezahlen... Ja, da war ein bisschen böse. Ich sag's dir. Und er wollte erst. Die große Liebe und so weiter. Ich bin so verliebt in dich. Die würde ich nicht mal anfassen mit der Kneifzange. Ach, das ist Rainer. Und schon wieder so eine Beleidigung wie vorhin, ne? Mit du Arschloch. Und jetzt einfach nochmal hier. Genau. Ja. Mhm. Ich drücke. Danke. Das ist Sache. Ich weiß, das glaubt mir auch im Internet immer niemand oder generell glaubt mir das kaum jemand. Aber ich bin tatsächlich ein sehr zurückhaltender Mensch. Die Sache ist halt die, ich gehe nicht auf Leute zu, im Normalfall. Ich schmeiß ihm so die Prügel. Nein, nicht schon wieder. Ja. Weg hier. Nein, das brauchen wir auch nicht. Nehmen wir schüchtern, Leute. Schüchtern, Leute. Das ist ein bisschen was anderes. Bei Mädels bin ich da eher zurückhaltend, ja. Aber das hat jetzt, glaube ich, nicht wirklich so viel dazu zu sagen. Ich habe weder zu dir gesagt, dass ich mit dir zusammenziehen will. Das war lediglich eine Aussage als Scherz, was eigentlich... Ich habe das nie zu dir gesagt. Das war nur eine Aussage als Scherz. Als Scherz. Aber jetzt nie gesagt. Man kann sich jetzt wieder einen aussuchen. Entweder hat er es nicht gesagt oder er hat es als Scherz gemeint. Du kannst dir eins aussuchen, aber es ist halt beides falsch. Das ist das Problem. Sichtlich war, nachdem wir uns noch nicht mal wie lange kennen? Zwei Wochen? Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Ich musste auch direkt daran denken, das stört dich ja nicht, wenn du jemanden nicht kennst. Du machst ja trotzdem solche Sachen. Ist so. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber... Ja, einen richtigen Mettler, der wirklich auch Metal ist. Stopp. Guck mal, da hinten ist die Decke. Das ist 2014, das ist Februar, März. Kann ich sofort einsortieren. Nicht schlecht. Guck mal, wie ich tief im Drachengame bin. Die hätte aber auch noch als Poncho benutzen können in der Indianerstaffel, glaube ich. Das stimmt. Oder es könnte auch 2017 sein, der hat einfach nicht aufgeräumt. Das könnte natürlich Und jetzt sage ich eben, und da könnt ihr euch von mir aus drüber aufpissen, oder das ist mir scheißegal, ein richtiger Metal, der auch Metal ist, wird definitiv nicht hergehen und jemanden fertig machen, völlig grundlos zusammenscheißen, Sau machen oder was weiß ich. Und außerdem war der Mettler generell nicht her und den er hinterfotzig irgendwie sich anders ausgeben. Aber das ist das, was die Kleinen möchten.
Das Problem ist, die Leute sagen das ja nicht grundlos. Dieses grundlos ist das Problem. Eben. Ja. Ich möchte gern Hater. Die kleinen, ich bin so cooler Metalhead und bin trotzdem keiner. Die werden verstehen. Hat er auch gesagt, niemals würde ein Mettler zu einem anderen Mettler sagen, dass er kein Mettler ist. Also es kommt ja von ihm. Und er erzählt jedes Mal, dass die Hater keine Mettler sind. Mettler müssen auch nicht immer auf die Schnauze hauen. Aber wir können es, wenn wir wollen. Das ist der feine Unterschied. Ja, wenn man, sobald man Metal hört, ist man stärker. Ne? Wachsen direkt die Muskeln und die Kampftechniken. Sofort. Ja, die wachsen mit. Du hast echt solche großen Eier, dass die echt null vorhanden sind. Du musst hier... Weißt Bescheid. Ja. Solche großen Eier, dass sie nicht vorhanden sind. Das macht absolut Sinn. Nee, wer ist denn damit? 80er Jahre? Das ist so meine Zeit gewesen in der Schule und so. Ja, ich wurde 89 geboren, 80er waren seine Zeit in der Schule, weißt Bescheid, ja? Immer einmal mehr als das Jahr. Natürlich, natürlich. Oh. Aber da habe ich auch eine schöne Geschichte. Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten und habe zu ihr gesagt, oh, die 80er Jahre, das ist einfach mein Jahrzehnt. So, und da hat sie gefragt, wieso war bist du geboren? Ich so, ja, Mitte der 80er. Und dann meint sie, oh, da habe ich Abi gemacht, das war eigentlich mein Jahrzehnt. Und dann, ja, das kann jeder kann sich das so aneignen. Ja. Aber der Lord, da würde ich jetzt sagen, Hier naja. Wieder wunderschön das Keyboard auf dem Wäscheständer. Ja, auch schön. Und der Kamera, das ist auch wieder Anfang 2014. Ja. Ja. Ja, schön. Geboren 1989 in einem Krankenhaus in Neustadt an der Aisch. Das ist hier um die Ecke. Das hier, das war das 21-Fakten-Video. Kann ich dir sogar ganz genau sagen. Ja. Ah. Ja. Warum lässt du dich so gehen? Echt runtergewirtschaftet bist du. Danke, du Mensch, der mir absolut unbekannt ist und irgendwas über mich erzählt, obwohl er mich überhaupt nicht kennt. Diese ganzen Lügen. Schön auch die Melodie im Hintergrund. Ja. Schafe sind im Prinzip eine Person, während die ganzen Fans einzelne Personen sind. Und deswegen also, du weißt Bescheid, alle Wollerhits sind eine Person und die Fans sind als einzelne Personen. Ne? Mein Kopf, richtig. Mein Kopf. Und wir sind erst bei Fakt 24. Ja. Wei. Sind die 10-mal so viel wert. Das ist ganz einfach, oder? Wenn ich wieder arbeiten gehe, scheiß Schichten. Jetzt da ist die Sache da. Das ist auch schön, was er verdient. Da ich jetzt selbstständig bin, auch wenn es keiner glaubt, das ist mir auch egal. Aber da ich jetzt... Das ist eine wunderschöne Doku hier von Mitten im Leben. Oder ja. Brennpunkt irgendwas. Wunderschön, dieses Video sollte man auch gesehen haben. Wenn ich selbstständig bin, könnte... Liebe zum Detail, ich liebe, dass da steht Rainer.w. Das finde ich wunderbar. Ja, einfach irre schön. Wenn ich sage, heute verdiene ich mal 50 Euro in der Stunde, dann ist es im Prinzip jede Woche Weihnachten. Aber jetzt halt. Ja, die Kunden verstehen das auch, wenn du zu dem Kunden gehst und sagst, du, ich muss erstmal kurz mein Gehalt auswürfeln und dann können wir reden. Ne? Das ist ja. Wenn ich früh aufstehe, kann ich halt entscheiden, verdiene ich jetzt die Woche 50 Euro oder verdiene ich die Woche bloß 10 Euro in der Stunde, natürlich, ne? Ich glaube, ich bin wirklich der einzige Livestreamer, der niemals nach Donations fragt, natürlich. Oh, dann hören wir gleich den Battle Lord wahrscheinlich dann. Ah. Und der einzige YouTuber, der ein schlechtes Gewissen hat, wenn die Leute ihm was donaten. Boah, du. Oh. Junge, jetzt muss ich gleich aufpassen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe gerade einen Stift in der Hand, den biege ich. Den biege ich sehr lange weit. Ich darf den nicht brechen. Wow. Und ihr wisst es auch, und ich sag das nicht gerne, aber dafür müsst ihr dir ein bisschen mehr spenden tatsächlich, ja? Oh, ist das unangenehm. Wow. Jetzt brauche ich so eine Sonnenbrille, glaube ich, um meine Augen zu schonen und was für die Ohren. Wow. Sonnenbrille hilft nur bei Augen und Hals, weißt du? Ja, stimmt. Für die Ohren brauchst du was anderes. Und du bist jetzt seit 2014, 15 dabei? Ja. Was machst du denn, um dich, wie kannst du deinen Kopf klar machen? Wieder von sowas. Man versucht es einfach lustig zu nehmen. Oder man betrinkt sich dann. Oh ja, ja, das glaube ich. Also, wow. Du bist ein Opfer von Reini, weißt du das? Ja, wirklich, wirklich. Ich fühle mich auch ein bisschen gemobbt. Ja. Recht. Ich mache gerne noch mal eine halbe Stunde länger oder so, aber wenn ich mal 5.000 oder was hab, also Barren auf einen Schlag. Aber wenn du heute was donaten möchtest, machst. Oh, ich habe eine Frage. Er fragt ja immer nach Barren oder nach Barne. Was ist das? Ist das so eine Währung bei YouNow oder so? Genau, das ist die Währung von YouNow.
Ah, okay. Ich habe immer gefragt, warum sagen das die Leute? Ich das war ja bei Ökne noch. Das ist so eine Masche halt, damit die Leute gar nicht merken, wie viel sie da ausgeben. Mhm. Wieder so eine Umrechnung. Genau, ja. So eine Umrechnungssache, wie auch hier bei Diablo Immortal und so weiter. Da, ich hätte noch Dungeon Keeper gesagt. Oh, Bruder. Der tat weh. Entschuldigung. Der tat weh. Okay. Es ist halt, du musst halt eine Währung kaufen, um dann eine andere Währung zu kaufen und die kannst du dann donaten, so eine Nummer ist das, weißt du? Ja. Und du kaufst halt, was weiß ich, du kaufst 5000 Barren, die kosten dann, was weiß ich, 50 Euro und 25 Euro gehen davon an Juna und 25 an ihn. Ah, okay. Gut. Also wenn sie dann ihm gegeben werden. Man kauft für 50 Euro etwas, um dann 25 weiterzugeben, so in der Art. Das ist ein bisschen, als wenn du nicht zum Friseur gehst und die 10 Euro sparst und dann was kaufst für 35 Euro und dann kannst du bei Steam ein Spiel zocken. Genau. So gut, ist's. Dann hab ich's. Perfekt ausgedrückt. Bitte mitten während des Streams. Nicht genauso wie Hagen gestern ganz am Ende vom Stream. Weil dann kann ich mir vorher noch überlegen, ob ich noch länger streame. Notfalls macht er dann lecker. Notfalls. Ich weiß, was seine Intention ist gerade. Sehr oft Kohlen. Gesagt. Kohlen. Am Ende kommt, das fühle ich mich echt extrem schäbig. Ja. Wie ist das so, sein Geburtstag allein und was? Einsam und allein reinzufeiern. Gute Frage. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ein ziemlich scheiß Gefühl. Danke, dass du noch schön mit dem Messer in der Wunde stocherst. Kommt deine Freundin noch vorbei? Wer sagt, dass sie nicht da ist? Ach nee, Reini. Oh, ist das... You asshole, you big ass. Oh nee, komm, das... Nein. Lieber nicht. Er lässt uns hier auch nicht zum kurz mal durchstaufen, ne? Nee. Lieber nicht, so schmeißt du YouTube prügeln auf. Wow. Ja. Fangen wir damit an, dass Boneclicks hier bei mir vor der Haustür steht. Ganz kurz, bevor wir damit anfangen, was ist das denn für ein irrer Hintergrund? Das ist wow. Der super duper Greenscreen. Ist das. Wow, ja. Den habe ich ja noch nie gesehen. Der sieht gut aus. Ui. Drache auf. Da musste ich so lachen, als du dann gesagt hast, ich nenne dich ab jetzt, so wenn du nur noch Drache offiziell genannt werden willst, nenne ich dich nur noch Drache offiziell. So, aber Drache offiziell, das kannst du doch nicht sagen. Oh, ich musste so lachen. Ja, schön. Ah. Wir nennen ihn nur noch Drache offiziell. Ihr wollt mich haten? Bitte schön, es gibt nur noch Gaming. Bis dahin, euer Drache. Ciao, ihr Wichser. Das liegt daran, dass es heute einfach ein Themenstream in Bezug auf Mittelalter ist und ich finde, das ist auch nie so verkehrt, dann ein wenig so diese Stimmung zu verbreiten. Ich zumindest hab Bock drauf. Junge, wie er sich fühlt, indem er diese Plörre säuft. Das ist einfach so ein Biermix-Getränk, sag ich mal. Mit so Kirschlikör und so weiter mit drin. Also mit Kirschgeschmack. Ja. Woran siehst du denn das? Er hält ja, ist verdeckt. Das, ja. Man erkennt die Flasche. Nach so ein paar Jahren erkennt man die Flasche. Natürlich. Nach ein paar Jahren Game erkennt man die Flasche. Oh, ja. Welche Flasche jetzt? Ja, genau. Die Flasche, die Flasche gerade an... Oh, das war sein Geburtstag hier. Das war er. Ja. Was trinkst du da? Keine Ahnung, so ein komisches Tequila-Gesöff. Schmeckt absolut ekelhaft. Ja, nochmal rein in den Kopf. Oh. So setze ich auch immer an, wenn es ekelhaft schmeckt. Dann wow. Ist es schneller weg, weißt du? Ja, aber das hat doch hier dann der Ron Bielecki gesehen, ne? Und der hat dort dann genau. So ein Tornado draus gemacht. Genau. So hat er es gemacht. Ja. Ich finde es so schön, wie Rainer muss man auf seine Augen jetzt gucken. Er guckt auf die Flasche, dann guckt er wieder Richtung seinen Monitor, ob auch alles schön drauf ist. Dann guckt er wieder auf die Flasche, dann wieder auf den Monitor. Sieht man auch, wie ich jetzt austrinke auf X? Okay. Na, jetzt wieder Flasche. Ja. Dann gleich wieder Monitor. Wahrscheinlich kriege ich sowieso die Prügeln aus Geschmack wegen der Musik. Ich mach die mal kurz aus, warte mal. Kannst du sie nicht im Nachhinein? Ja. So, Musik ist aus. Wie auf die Flasche schielt. Und wieder auf den Monitor. Oh. Und wieder auf die Flasche.
Oi. Aber da hat er hat jetzt zwei getrunken auf Ex, ne? Ja. Yeah. Oh, das ist ein richtig guter Geburtstag. Schön jetzt. Sag ich dir. Oh, der holt sich ein neues. Ist das traurig? Ist das traurig? Und das ist Mitternacht, ne? Also kurz nach Mitternacht, glaube ich. Oh. Hier, das ist, oben rechts sieht man die Uhrzeit, hier über den Barne. Ich habe es leider nicht drin. 0.30 Uhr, oder wie spät ist es da jetzt? 0.30 Uhr, 0.39 Uhr, irgendwie sowas. Also er hat seit 30 Minuten knapp Geburtstag und ja, gibt sich. Okay. Einfach mal die Gönnung einleiten. Das Bäuerchen und so weiter. So, jetzt können wir wieder Sound anmachen hier. Ausgeschlafen? Hey, da ist ja noch was drinnen. Und junge Nestflasche angesetzt. Nein, noch was anderes hier. Das ist so Pflaumenlikör. Oh, was ist denn da los? Er hat doch erzählt, er will ein gutes Vorbild sein. Hat er doch in dem Interview erzählt. Genau. Junge. Und wie auf den Monitor dabei schaut, guck mal. Ja. Sieht man auch wirklich, dass ich trinke? Ja, guck mal hier, was für ein harter Mettler ich bin hier. Guck mal, oh. Und wie er damit angeben möchte. Also so wie so ein 16-Jähriger, ne? Guck mal, was ich kann. Oh, wie so ein kleiner Rumbelecki. Guck mal, ich kann eine Flasche Bier trinken. Guck mal. Und er ist aber einfach Mitte 20 und alleine am Geburtstag. Und denkt sich, ja, dann. Oh. Dann mal Gönnung einleiten hier. Wenn ich saufe und saufe, wenn ich rauche. Trotzdem rauche ich nicht, wenn ich saufe und rauche ich nur, wenn ich saufe. Ich habe aber auch Spaß am Stream. Ich bin ja jetzt... Ja, Rainer hat Spaß am Stream. Das ist schon mal der komplette... Da krieg ich eine richtige Hasslatte, so, weißt du? Man weiß genau, warum er streamt und Videos macht. Es macht ihm überhaupt keinen Spaß. Nicht mal ein bisschen. Er hat es ja sogar selber gesagt, warum er es macht, vorhin noch. Genau. Ich bleib noch eine halbe Stunde länger, also... Mhm. Zum Beispiel, ich hab heute eigentlich nichts verdient im Prinzip im Stream, aber ich bin hier, weil es mir Spaß macht. Ja. So Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Kleiner Funfact, ich hab im Stream noch nie was verdient und streame trotzdem sehr gerne. Wir wollten ja letzte Woche, was glaube ich, war es vorletzte Woche, da habe ich einen Stream angekündigt mit Fuddel und wir wollten noch einen Special Gast einladen und dann hast du ja keine Zeit. Ich war der Special Guest? Du warst ja sicher. Ah, Mann. Beim nächsten Mal habe ich Zeit. Ich hab dich ja dann gefragt, was machst du denn Dienstagabend? Oh, da hast du gesagt. Dann muss ich noch hier fressen, wichsen, daddeln, hast du gesagt. Und dann habe ich, schade, dachte ich. Ja, weißt du, ich habe mir jetzt eine PlayStation 5 geholt und zock die ganze Zeit God of War. Kennst du das? Richtig gut. Willst du mich gerade verarschen? Das ist ein Drecksack. Das ist wohl die Höhe hier. Bin ich auch noch gemobbt, Alter. Auf keinen Fall. So, ich mach mal hier auf. Wir machen schnell weiter. Danke euch für die Unterstützung, die sehr auf sich heute hat sehr auf sich warten lassen oder teilweise einfach gar nicht der Fall war. Ist das ekelhaft. Ohne Spaß. Einfach ekelhaft. Nee. Ja, und man stumpft aber auch schon ein bisschen ab. Also ich bin ein anderer als vor noch einer Stunde. Ja, das ist wirklich so. Ups, ich muss mal ganz kurz hier. So, weiter geht's. Entschuldigt bitte, mein C-Cleaner hat sich gerade aufgemacht, der wollte mal meinen PC überprüfen. Ich hatte gerade aber schon wieder was ganz Wichtiges gesagt. Naja, egal. Ja. Du hast gesagt, mach aus. Mach weiter jetzt hier. Das war also, so wichtig. Wenn ich diese Videos von Rainer sehe, jetzt nehmen wir dieses einzige, wo das alles zusammengeschnitten ist. Es gibt ja immer solche Experimente, wenn man vorher in einem Gottesdienst war, als Beispiel, ob man dann einem Obdachlosen mehr Geld spenden würde, als wenn man nicht vorher im Gottesdienst war. Ja. So, und ich würde gerne mal wissen, wenn man auf ein Date geht, so sein erstes Date, und man guckt sich vorher dieses Video an, so hat man dann mehr Erfolg oder weniger und wie verhält man sich der Frau gegenüber? Schwierig. Da müsste man mal eine groß angelegte Studie machen. Klingt sehr, sehr interessant, ja? Doch. Ich finde es sehr schade. Aber gut, ihr müsst selber wissen, was ihr machen wollt. Wenn die Unterstützung in Zukunft weiterhin so low bleibt oder so low ist, dann werde ich mir vielleicht... Und dann wird er vielleicht nicht mehr streamen, so. Weißt du, er fragt aber nicht. Er ist der einzige Streamer, der das gar nicht haben will, weißt du? Ist das unangenehm, wie er das so wirklich sagt? Also wirklich kein bisschen mehr kodiert, verschleiert oder so, sondern einfach, nee, wenn ihr mir nicht spendet, ihr Arschlöcher, ja, sehr gut. Das Ding ist, er hat in diesem Stream $85 verdient. Und unten kann man es sehen. Ach krass, und er hat trotzdem, wer ist das? Wer? Tja.
vielleicht ernsthaft überlegen, ob ich weitermache, weil ehrlich gesagt, ich tue das eigentlich alles für euch. Ja. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Er tut das für uns. Wow. Wenn ihr nicht unterstützen könnt oder wollt oder es einfach nicht für nötig haltet, dann wird es halt auch irgendwann keine Livestreams mehr geben. Auch wenn ihr das nicht könnt, dann wird es halt nichts mehr geben. So, fertig. Wenn ihr mir kein Geld geben könnt, dann ist vorbei. Mann. Ich habe euch das mit meinem Hauptkanal, mit meinen Videos vorgesagt. Ich sage es euch jetzt auch nochmal mit dem Teamspeak. Dann braucht ihr auch nicht hinterherkommen, besiegt, sondern heißt es einfach, nö, nicht besiegt, sondern unbesiegt ewig. Ich habe halt keinen Bock mehr, wenn ich keine Unterstützung von euch kriege. Ne? Ist nicht besiegt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Genau. So wie Tyson nach der 10. Runde. Ich bin nicht besiegt, ich habe einfach bloß keinen Bock mehr gehabt, weiter zu kämpfen. Okay. Satt. Kein Nerv mehr. Dann besiegt ihr mich nicht, sondern ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, nö, weil keine Lust mehr. Ich gebe mir keine Zeitverschwendung. Das müssten sie jetzt bei der WM einführen. So. Wir liegen 3-0 hinten. Nee, wir haben nicht verloren. Wir hatten einfach keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt. So, fertig. Ganz einfache Sache. Dann ist was anderes. Und meine Videos mache ich ja auch. Ich könnte auch permanent in meine Videos irgendwelche Sachen verlinken. Und so weiter. Kann er da auf der Plattform eben nicht gescheit? Wobei ich das, glaube ich, zur Zeit sogar mache. Mann, ey, das kannst du nicht ausdenken. Wow. Schon mehr um Cody gestern stärker geworden als ich. Das ist das italienische Blut, Alter. Das ist dieses heiße. Italiener sind auch stärker als andere Menschen, ne? Das muss auf man. Auf jeden Fall. Ne? Das ist klar. Okay. Blut. Ja, Bud Spencer. Wenn das zum Kochen kommt, Alter, dann geht's rund. Ist Bud Spencer, war der Italiener? Ist es nicht irgendwie ein Serb oder Ukrainer oder so? Nee. Ich meine, Terence Hill ist halb deutsch, halb italienisch. Beide Italiener. Wollen wir wetten? Ich bin mir auch ein bisschen unsicher. Wir wetten um ein Sanddornplätzchen. Um ein Sanddornplätzchen? Ja. Versuch das mal in Spanien zu kriegen. Nein, du hast recht. Ich habe gerade nochmal nachgegoogelt einfach. Hast du nachgeguckt? Ja, ja. Schnell kannst du nachgucken. Wow. Einfach der Gucker. Einfach reingeguckt. Siehst du? Kannst du eigentlich Italienisch? Ich kenne aber nicht viel. Dronzo, das ist eine Beleidigung, glaube ich. RBS ist da! Ach, du, ja. Du hast das gehört. Ja, ja. Dronzo kann ich. Naja, Stronzo ist eine Beleidigung. Ist das geil? Kannst du Italienisch? Ja, ich kann Buongiorno sagen. Okay, und Stronzo. Gut. Irgendwie. Was heißt das? Pizza oder so irgendwie. Ich glaube, das heißt irgendwas. Ja, es ist halt. Und wie er auch eine coole Namenserkennung hat, und dass er nicht merkt, dass RBS da mit drin sitzt. Wahnsinn. Ja, ich wollte es gerade fragen. Ich habe, ich weiß nicht, mit wem habe ich mich unterhalten, dass ja auch Demon offensichtlich manchmal in diesen Streams war. Und dass er auch dann irgendwann kennt man doch die Stimme von den Leuten. Mhm. Das gibt's doch nicht. Dass er, ja. Das Beste ist, wie er dann erzählt, ja, Honigkuhn, Namenserkennung und ich erkenne jeden Dialekt wieder und so weiter. Bruder, wie viele unschuldige Schwaben schon aus diesem Teamspeak gebannt wurden, weil er dachte, das wäre RBS. Kannst du auch nicht ausdenken. So Beleidigung wie so Arschloch oder sowas. Ach so. Ja. Die genaue Übersetzung kenne ich jetzt auch nicht. Das Coole ist, wenn ich was auf Italienisch anschaue, verstehe ich es, obwohl ich halt den nicht übersetzen kann. Ja, kann man nur so machen. Also ich verstehe quasi den Hintergrund des Gesprächs, weiß auch, um was es dann im Prinzip geht, aber. Ich kann es halt nicht übersetzen. Auch interessant. Nee, ist nicht interessant. Ist einfach schlimm. Dopo zum Beispiel kenne ich noch. Das ist Maus. Naja, natürlich Buongiorno. Buongiorno. Nee, Buonanotte. Das heißt Buonanotte. 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 Das heißt, gute Nacht. Naja, ich kenne schon noch ein paar mehr Sachen. Ja, die möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich kenne schon noch ziemlich viele andere. Ich kenne viele, ganz viele. Aber ich sag's nicht. Ich habe keine Lust. Ich bin nicht besiegt. Spanisch und Mexikanisch verwechselt werden wir ganz gerne. Mettler sind wesentlich stärker als Billy. Nein. Das ist schwer. Dann lassen wir mal lieber. Nice Sache. Aktuell habe ich gar keine Freundin. Ich habe keine Freundin mehr. So halt. War nur eine absehbare Zeit. Einfach so. Hatte keine Lust mehr. Die hat nicht gedatet. Morgens aufgestanden. Ja. Morgens aufgestanden. Und dann war Schluss. Wenn es keine Kohlen gibt. Hat schon seit Monaten gekrisselt. Ja, seit Monaten wollte ich schon nichts mehr geben und dann hat er irgendwann gesagt, so, wenn du jetzt noch was gibst, bleibe ich dann eine halbe Stunde, ansonsten Metal off hier. Lord. Du hast immer mal begriffen, dass ich nicht mehr Lord heiße, du Pfosten. Er ist Drache offiziell. Drache offiziell. So nämlich, outplayed einfach.
Das scheint dir ja nicht sehr nahe zu gehen. Wie ich schon gesagt habe, das ist schon seit Monaten. Monaten gekriselt. Und wir sind auch nicht im Streit auseinander, also von daher. Nein, warte zusammen. 5 Jahre? Ja, ja, klar. Ja, das ist ein Quatsch rausrendert. Nee, das kannst du dir auch nicht ausdenken, ehrlich. Ungefähr 5 Jahre. Mhm. Kannst du nicht ausdenken. Glaube ich. Wartet mal. Jetzt wieder laut nachdenken? Ja. Ah, jetzt wieder einmal immer mehr als das Jahr. Ja, genau. April werden es 5 Jahre geworden. Darüber hinaus. Ja, am 1. April übrigens werden es 5 Jahre geworden. Ganz wichtig. Ja, stimmt. Junge, hat diese Registrierkasse hier unten, ne? Wo ist die? Ja, achso, ah. Ja. Wenn du auf die Nase drückst, wenn du auf die Nase drückst, macht das Gesicht so klingling und dann geht der Kiefer nach vorne. Das ist wie so eine alte Registrierkasse. Aus. Ich stelle mich nicht als alten Opa ab, aber mit 27, knapp 28, immer noch Jungfrau sein, ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen arg extrem. Dazu kommt außerdem, dass es ein 33 auch noch ist. Just saying. Und dass du dir die ganze Zeit irgendwelche anderen Geschichten ausdenkst, um das zu kaschieren. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich sexistisch, das ist aber so nicht gemeint, also versteh's bitte nicht falsch. Du hast es als Frau, und das ist nachweisbar, du hast es als Frau weit einfacher als ich als Kerl. Glaub mir. Ich kenne auch kaum Frauen, mit denen ich weggehen kann oder was unternehmen kann. Ich habe in meinem Leben bereits... Ja, das ist, weil die man in seinem Discord geräubert hat. Ja. Das ist sein Jagdgrund. Demon hat ihm alles weggeschnappt einfach. Ich denke immer, wenn der Drache Probleme beim Dating hat, ne, das liegt ja nicht nur an den Frauen vielleicht. Mal so gefragt. Ja, aber das kannst du dem Drachen ja nicht erzählen, den Drachen offiziell. Entschuldigung, genau. Offiziell, es liegt an den Frauen. Na klar, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Und an Demon. Und an Demon gibt's auch. Der hat seinen Jagdgrund gewildert. Liebe geht raus an Demon. Aber trotzdem, der ist angezählt. Ja, angezählt. 20 Frauen oder was kennengelernt, mit denen ich mehr als nur 2 Worte gewechselt habe. Ja, und das ist eben das große Problem, dass er mit diesen Frauen redet. Weil das Reden von Rainer ist auch ein großes Problem. Das ist auch ein Problem. Viele 2 Wörter waren ja... Und es ist... oftmals waren die 2 Wörter ja Buongiorno. Ne? Ja, Buonanotte. Dann haben die Frauen schon gleich so, nee, komm, das ist gar kein Italiener. Aber Buonanotte... Monanotte, nee. Wie hast du mich genannt? Wirklich. Wenn man bedenkt, dass ich 28 bin, ist das echt ein Witz. Mein Wortschatz ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie der von euch Hedern. Wow. Ich glaube auch. Also bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Ungefähr. Pi mal Daumen, 10-mal so groß. 10-mal so groß. Wir kennen ja diese 10-Verrechnung, ne? Vorhin bei dem Geld schon gehört. Sehr gut. Zieht sich durch. Ich kann gerne noch ein bisschen beweisen in den nächsten Tagen oder Wochen. Oh, da würde ich mich drauf freuen. Dass ich einen ziemlich guten Wortschatz habe. So. So. Alter. Zockt dann gerade Doom, ne? Geil, geil, geil. Ja. Oder Quake. Ich glaube, es ist Doom. Oder ist es... Yeah. Nee, noch. Oder ist es... Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. Alter. Das sind aber auch geile Games einfach. Alter. Alter! Der Wortschatz! Alter! Ohne Scheiß, ohne Witz und ohne Kack. Alter, jetzt hat er auch noch Ding. Ding! Der große Wortschatz mit Ding! Ding, Zeug, Ding! Alter! Möchtest du mal erzählen, was du gedacht hast, als du meine ersten 3 Videos geschaut hast, wenn ich Ding mache? Ja, richtig! Ja! Also es sind immer diese naiven Gedanken von mir. Das habe ich wirklich gedacht, wenn Arnie sagt, so, ich mache hier mal Ding. So, und das ist ja deine Catchphrase. Die sagst du ja wirklich immer so. Genau. Und beim 3. Mal habe ich gedacht, boah, ey, das ist aber ganz schön unprofessionell, dass er immer noch nicht weiß, wie das heißt und immer noch so ein Alternativwort wie Ding einstreuen muss, um das zu erklären, dass er jetzt gerade, das wechselt, das Bild. Und dann nach dem 6., 7. Mal dachte ich, ich verstehe. Ich finde das so schön, sowas zu hören, so wenn Leute das erste Mal diese Videos sehen und mich dann so, warum sagt ihr denn sowas? Alter, ich würde das auch gerne machen irgendwo. Tja. Gestern habe ich mit Demon was aufgenommen und dann hat er, der Drache offiziell, hat gesagt, ja, mit den ganzen Flutopferzeugs. Mit Demon?
schon mit Demon, mit Mad Dog, genau, Mad Dog. Siehst du, Demon hat auch schon wieder bei mir geräubert. Der hat seine ganzen Wörter weggenommen. Demon, also wirklich. Aber dieses Ding und Zeugs hinten dran hängen, das kenne ich wirklich nur vom Drachen. Das ja, ist halt so. Das hat sich aber bei mir mittlerweile auch schon so eingebürgert, mehr oder weniger. Also zum Glück nicht Ding und so weiter. Aber wenn ich am Zocken bin oder so, also ich, dieses Drachensprech ist einfach so drin. Wir haben Sea of Thieves gezockt und dann wurden wir von einem Kraken angegriffen und ich schreie Fuddel an Fuddel hier, Ding, große Wassertiere. Ey, da hat sich gepisst vor Lachen. Und hat einfach brach gelegen. Sehr gut, große Wassertiere. Also ja, da kommt ja noch einer von den Fetten. Alter! So, Alter, was? Alter. So, Alter, so. So. So, so, so. Zu hässlich und sind das auch dann seine Let's Plays und so? Ich habe ja noch nie ein Let's Play von ihm gesehen. Nee. Ich glaube, aus guten Gründen. Ich weiß nicht, ob es den Joey Conrad-Kanal noch gibt. Das war der einzige Kanal, wo man sich noch anschauen konnte. Ansonsten auch bei Rennern hochladen, der hat die auch so ein bisschen zusammengeschnitten. Das spart halt viel Lebenszeit. Ja. Und ja, das ist immer Alter und so und die ganze Zeit. Gut, okay. Kann man sich auch echt nicht geben, die Let's Plays. Ne? Was ich noch machen wollte vielleicht, ist dieses Schach-Let's Play. Das habe ich mir letztens noch mal angeschaut, das wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen. Ani, kannst du nicht mal das Schach-Let's Play machen? Das habe ich mir angeschaut. Ich habe es erst gesagt, so können wir vielleicht am Sonntag machen. Dann habe ich es mir angeschaut. Boah, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wurde so sauer. Zum Glück saß ich schon auf Klo, als ich es geschaut habe. Sonst hätte ich mich eingekackt, glaube ich. Du möchtest, also für mich jetzt wieder, der keine Ahnung hat, der Drache hat Schach gespielt? Der Drache offiziell? Der Drache offiziell hat Schach gespielt. Ach so. Ah, okay. Das verwundert mich jetzt. Wenn du das Spiel siehst, die Partie, wundert es dich nicht mehr. Okay, gut. Das hätte ich jetzt wieder interessant gefunden. Ja, das können wir der machen. Der Drache spielt Schach. Wir machen mal das. Oh. Das machen wir zusammen. Da freue ich mich drauf. Ich wollte gerade sagen, ich lehne das ab zu machen, weil es mich einfach zu matt macht. Dann machen wir zusammen. Dann halten wir das aus, glaube ich. Genau. Schön, eine Sache zu sagen. Ja, es gibt auch für mich kein hässlich und schön. Ich wette, du bist total fett, bist total verpickelt, schaust schlimmer aus wie jeder andere Mensch. Ob er schon mal sein Gesicht gesehen hat? Ja. Er hat ja einen Spiegel in der Küche eigentlich. Er könnte beim Kochen mal reinschauen. Gut, aber wann kocht er mal? Oder wann hält er sich in der Küche auf? Und ganz ehrlich, so wie die aussieht, würde ich mich auch nicht aufhalten wollen. Die kannst du noch warm sein, ja, mit einem Liter Sprit und einem Feuerzeug. Leider hast du recht. Du bist der größte Drecksnerd und ganz ehrlich, du solltest dir echt mal ernsthaft überlegen, ob du nicht dir mal ein anständiges Leben suchst. Lell. Nicht schlecht. Du seist krank und alles. Ich persönlich hoffe, es stimmt, denn... Richtig netter Mensch, ey. Richtig netter Mensch einfach, du. Und guck mal ganz kurz, da hinten ist wieder die Tür mit dem Kabel. Es ist ja, so schön. Ja. An der Tür ist ja die Erschaffung entstanden. Genau, ich wollte gerade sagen, ich denke immer bei vier Drachen und der Metal muss ich immer an diese Tür denken. Und dann sieht man die immer wieder. Ja, auch schön. Ich fand dein letztes Video so schön, dass du da gemacht hast, wo die beiden sich erst ein Friedensangebot gemacht haben. Wir können auch hier nebeneinander aufnehmen. Oh, ja, mal ab, hier geht mal dein Rechner zurück. Vier Drachen und der Metal möchte ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, in letzter Zeit grüßt du mich ja manchmal in deinen Videos. Und du grüßt mich ja meistens bei, wenn das Gespräch auf Vier Drachen und der Metal kommt. So, ja, weil ich das bei dir ja immer schaue. Genau. Aber Fakt ist ja, jetzt sage ich auch Fakt ist, Fakt es gibt ist ja offiziell letzten Endes, gibt es ja nur drei Folgen. Es gibt ja nur drei Folgen von Drachen und der Metal. So, ja. Und wie oft er darüber redet, also wie oft ich Grüße von dir bekomme, weil er immer irgendwie sagt, ja, dann nehme ich noch ein Video auf für das und das. Und er macht's halt nie, es gibt nur drei Folgen. Und er hat ja Staffeln angekündigt. Er hat Staffeln davon angekündigt. Das ist unfassbar. Es wird Staffeln geben. Die erste Staffel kommt dieses Jahr, die zweite Staffel kommt Anfang nächsten Jahres. Wie gesagt, kann man alles bei Herr Mahlzahn auf dem Kanal. Ja. Sollte man sich das mal geben. Ich habe da auch wieder neue Sachen, dass er da Staffeln angekündigt hat, habe ich gar nicht gewusst. Ehrlich, das habe ich, vielleicht habe ich es verdrängt oder was, ich weiß es nicht. Aber das auch. War mir so ein bisschen, als wenn es mir neu vorkam, dass er Staffeln davon ankündigt. Fand ich super. So, so eine Lüge ein bisschen zu verbreiten ist scheiße. Was ich nicht hoffe, ist, sagt dass er. Du daran schmerzhaft stirbst oder sonst was. Weil ich persönlich habe echt keine Lust darauf. Stirb im Schmerz auf dem Kindergartentod. Zu wünschen. Und ihr habt anscheinend keinen Plan von der richtigen Welt. Lebt wohl und sterbt. Tschüss. Ich hoffe, dass du nicht daran stirbst, leb wohl und sterbst. Und auch der Satz. Satz.
ihr habt keinen Plan von der richtigen Welt. Den finde ich auch sehr schön, wenn der Drache mir das sagt. Wah. Na gut. Das war einfach der nächste Satz. Ich hoffe nicht, dass ihr daran sterbt. So, und jetzt tschüss und sterbt. Ja. Tschüss und sterbt. Aber Mann, ey. Bruder, dieses Foto, was wir jetzt sehen. Ja. Ist das wirklich auch so entstanden? Ist nicht nachbearbeitet? Nein. Oh. Das war das Video mit ein Frosch. Ach, okay. Gut. Das ist das. Kenne ich auch nur den Ausschnitt. Okay. Gut. Ich kenne meine ganzen Schwächen und ich kenne meine Stärken. Ich gehe jetzt nicht her und sage, ich bin Gott. Und ich sage auch nicht, ich bin der beste Mensch, den es gibt. Weil es bin höchste ich einfach Wesen. Nicht. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Dass ich ja ziemlich, ziemlich starker Mensch bin, sage ich jetzt mal. Also ich halte mich selbst für einen sehr starken Menschen. Er hat mich in der Metal of gesagt. Ich hab gesagt. Und ich stehe dazu. Ja, YouTube schmeißt mir die Prügeln aus bei der Musik. Das ist alles nur hier jetzt Mana-Tanken. Jetzt fängt er noch ein bisschen an zu weinen. Ich habe die Musik jetzt mal ausgemacht hier. Wie die Augen noch so. Wow, das ist wieder dieser Hollywood-Lord. Er versucht aber jetzt auch so eine Krokodilsträne rauszudrücken. Damit es funktioniert. Er nimmt sich auch gleich irgendwie. Ah, nee, ist ja jetzt nichts. Ja, sag mir genau. Ich will nicht wieder spoilern. Er versucht, die Augen lange aufzuhalten, damit es schön feucht wird. Feucht. Hier feucht. Sagt er gerade irgendwas. Vor ihm überlebt. Und ich werde auch Leute nach ihm überleben. Na klar. Oh Mann, die Musik geht mir auf den Sack hier. Okay, Musik wieder weg. Was niemand verstanden hat, ist... Da war er rotzevoll. Voll wie 10 Pisseimer, sag ich dir. War das auch an seinem Geburtstag? Ja, das war ein anderer Geburtstag. Oder war das sogar der Geburtstag? Ich glaube, das war der Geburtstag, wo er den Pflaumenschnaps getrunken hat. Der war das. Mal kurz ans Äußerliche. Findest du seinen Schnauzbart, findest du den gut? Bruder, das ist das Schlimmste einfach nur, wenn jemand einfach unironischen Schnauzbart trägt. Okay, genau, gut. Dann, ich dachte immer, ich sehe das alleine so, aber... Nee, es ist... Gut, nee. Keine weiteren Fragen. Mein ganzes Leben lang heulen könnte. Das Ding ist ja auch, er hat ja hier Bartwuchs zwischen Kinnbart und Schnauzbart. Mhm. Er hat ja hier Bartwuchs. Warum rasiert er das weg? Ja. So, wenn man wieder Kinnbart und Schnauze hat, dann könnte man sich einfach ums Maul so wachsen lassen, weißt du? Ich verstehe nicht, warum er das wegrasiert. Ja. Nicht wegen mir, sondern wegen allem. Davon zack. Das ist Bescheid. Wegen allem. Da gehört er nicht dazu bei allem. Hat er sich schon mal rausgenommen. Ja. Ich Strom, davon zahle ich Essen, davon zahle ich Trinken, davon zahle ich Auto, dafür zahle ich, da bleibt mir gar nichts übrig. 500 Euro, 600 Euro. Das ist alles, was ich habe. Und dabei gibt es noch eine Info. Und zwar die Info, dass ich keinen Strom mehr hab. Sagt das da? Ja. Das ist das Video. Junge, das ist so schön. Und ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt, weil ich war unterwegs. Die Info, dass ich keinen Strom mehr hab. Da wurde mir abgemacht oder abgestellt. Stört deine Freundin nicht, dass... Wurde mir abgemacht. Herrlich. Wie lang ging die Stromlosstaffel ungefähr? Ein halbes Jahr knapp. Das ist auch bitter. Okay, gut. Auch. Oder nicht? Doch, nö. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also bei mir ist es sowieso die Sache, wenn ich mich reinhänge. Ne, dass er das auch selber, er glaubt das ja anscheinend selbst an sich. Ja. Ne? Das ist ja das Ding. Im Sprachenlernen war ich schon immer unglaublich talentiert. Immer. Ich kann unglaublich schnell Sprachen lernen, wenn ich jemanden habe, der mir das beibringt. Nicht nur schnell, sondern auch unglaublich schnell. Ne? Das kann man kaum glauben. Episch schnell, ja. Episch offiziell, aber. Sprachen fasziniert, wie zum Beispiel Spanisch oder Italienisch oder auch vor allem natürlich auch Japanisch. Oi. Vor allem auch Japanisch. Ich bin seit 10 Jahren ungefähr mit meiner Mulle zusammen. 9 Jahre. Und die Leute schauen mich immer noch dumm an, wenn ich versuche, Spanisch zu sprechen. Ja? Ich weiß nicht, was ich da manchmal sage, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hau einfach raus, so, weißt du. Einfach Unglaublich schnell lerne ich sowas. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Hier in Deutschland oder in Spanien?
In Spanien. In Spanien, okay. Geht schnell. Konnichiwa. Nein, das war Chinesisch. Konnichiwa, nein, das war Chinesisch. Oh nee. Normalerweise. Normalerweise. Konnichiwa ist Japanisch für Hallo. Nein. Nein. Diese Pause. Einfach nein. 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 Das wüsste ich. Wow. Hachimimaste. 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 So, heißt... Bruder. Schon dich kennenzulernen. Wow. Alter, ganz ehrlich, was da steht, könnte ich jetzt auch nicht aussprechen. Ich auch Nata nicht, aber... Namai waren... Ey, könnte ich nicht. Nadesuka. 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 Bruder. Ja. Nata no namai wa nan desu ka? Anara no manai wa... Das ist einfach was anderes. Wir können es beide nicht. Okay, aber wir sagen eben nicht, dass wir es können. Ich muss aber sagen, das spricht er jetzt sehr gut schnell aus. Also, warte mal. Ja? Nata no namai wa nan desu ka? Anara no manai wa nan desu ka heißt... Das hat er jetzt besser gemacht als wir. Das stimmt. Er lernt aber auch Japanisch mit extremem Speed, ne? Das ist das stimmt. Nicht fest. Oder er hat dieses, wahrscheinlich ist es so ein Demo-Programm, er wird ja kein Geld dafür bezahlt haben. Hat er schon irgendwie 300 Mal durchgespielt, bevor er das Video angemacht hat. Durchgespielt. Wie heißt du? Ihr dürft eure Daten nicht so freizügig im Internet preisgeben. Traut euch! Ah, das lasse ich lieber. Dass er es aber sagt, ist das Schlimme daran. Ja. Ich darf eigentlich 30, wenn ich auf den Türchen wieder heimlaufe. Dann brauchst du dafür, wenn ich fragen darf, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ich... Das ist dieses 30 km/h, Leute. 60 km/h sogar. Ich würde wahrscheinlich nicht mal 3 Kilometer laufen, halbe wenn Stunde, nicht mehr. Stunde, 15 Kilometer, halbe Stunde. Etwa eine halbe Stunde. Okay. Nehmen wir darauf an, wie ich drauf bin, was ich für Musik höre und wie ich unterwegs bin. Was ich für Musik höre. Ja, das hast du beim letzten Video oder beim vorletzten gesagt, ne? Dass er dann... Ja, 30 km/h. Das ist schlimm. Ja, na klar. 30 km/h dann gewesen sein. Was? Eine Stunde für 2,8 Kilometer. Das ist so ungefähr sein Speed, doch? Ja? Kommt schon ungefähr hin. Ja. Schmeißt eure verdammten Waffen weg. Macht sie alle platt, die Waffen. Das wollen wir auch nicht. Dann macht er hier seine... Oh, aber das ist eins der schönsten Dinger hier. Also was wäre jetzt gekommen mit den Waffen? Das war doch Friedenslord, oder nicht? Ja, da zeigt er auch seine... Und jetzt muss ich das Video sowieso schneiden, sehe ich gerade. Ach, toll. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Sehr nice. Naja. Jetzt kommt Kissenlord, das ist wunderschön. Gut. Kissen nach mir werfen. Bruder, ist das peinlich. Das ist so hart peinlich. Ey, ich kann mir das echt nicht angucken, ohne Gänsehaut zu kriegen. Das ist tatsächlich... Das ein Video, das habe ich schon mal gesehen mit dem Kissenwurf. Und das, ja, aber ich habe jetzt trotzdem die Hände wieder vom Gesicht zusammengeschlagen. Wie er noch so eindrückt, ja, nee. Aber ich bin ja auch bewaffnet. Ja. Jetzt, wie der Arm rausgeht, hast du es gesehen? Ja. Da geht der Arm raus erst. Ja, und jetzt vorbereiten. Nach vorne bücken jetzt, das ist wichtig. Boah, ey, ohne Scheiß, ne? Bruder. Och, unangenehm, dieses Zucken, man sieht's halt richtig deutlich, ne? Oh. Junge. Was zum? Jetzt muss ich vorstellen, er guckt jetzt auf eine leere Wand. Ja. Und macht jetzt Show. Wie traurig. Er wirft jetzt einfach, man hat gehört, dass er einfach ins Leere wirft. Ja. Alter! Schmeiß! Da hat er nachher im Teamspeak hat er dafür richtig Schmäh bekommen. Auch von seinen Drachis, ja. Die Kissen nach mir! Hab ich schon gefragt, meinst du das echt ernst? Ja, die hat das nach mir geworfen. Rainer, wir haben alle gesehen, dass da keiner war. Er wollte es echt noch aufrechterhalten. Das war wirklich Wahnsinn. Wie das mit dem Autounfall, ne? Er wollte es aufrechterhalten, ja. Ja. Alle haben es gesehen. Und jetzt wirft er doch einfach was in die... Und jetzt hält er die Hand vor die Kamera, damit man ihn nicht hört, verstehst du? Echt jetzt? Macht das Sinn, oder? Halt! Halt! Stopp!
Kannst du dir nicht ausdenken. Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte. Oh, Grüße und Liebe geht raus an Kare. Oh, ja, das ist auch ein Klassiker. Das mache ich aber kenn. Nicht. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Nein, das kannst du eben nicht. Ich bin 28, meinst du, ich fall da drauf rein? Bin gleich wieder da, Leute. Jetzt rutscht er nach vorne, pass auf, er rutscht ja. Noch ganz nach vorne, ja. Das ist so gut. Ja. Und wie er sich jetzt selber freut, du merkst das in seinem Gesicht, diese Zufriedenheit. Passt mal auf, was ich jetzt machen werde. Ja, und aber diese 5 Sekunden Vorbereitung dafür, weil er schon weiß, er will das machen, aber er tut jetzt so für uns, als würde er es spontan überlegen. Ah, genau, übrigens, ne? Genau. Oh. Ja. Und nach vorne. Ja. Ganz nach vorne, aber ganz nach vorne. Ach, und weil vorhin gefragt wurde. Ach, das Sofa ist immer so tief. Ja, 14 cm tief ungefähr. Kannst du dir nicht ausdenken. Und er hat echt zwei. Das macht er den dritten Versuch. Jetzt kommt der dritte, ja. Ach, warte. Das Sofa ist immer so scheiße tief. Ganz nach vorne. Hier. Er war schon fast auf den Knien sozusagen jetzt. Zack, und schnipst noch in die Kamera. Schnipsen! Das Schnipsen magst du doch gerne, oder nicht? Ja, das liebe ich, das liebe ich. Zack, Problem gelöst. Ja. Zum Thema, ich kann ohne Hände aufstehen. Das Sofa ist nur noch so scheiße tief. Für mich zählt immer. Es ist so schlimm. Es steckt so viel drin, wie er sich sein Leben zurechtrendert, ne? Ja. Klar, Wahnsinn. Kann ich das. Aber das Sofa ist halt scheiße tief. Ja, okay. Boah. Das Wohlergehen der anderen. War schon immer so. Du behauptest, du seist krank und alles. Ich persönlich hoffe, es stimmt, denn. Ja, das haben wir gerade schon gehört. So eine Lüge einfach so zu verbreiten ist scheiße. Gib mir irgendeinen Song, den ich total gut kenne. Gib mir einen Song, den ich den Namen kenne und spiele den ersten Ton. Heißt. Ja. Ich höre nur 2 Gitarrenanschläge und ich kann dir sagen, welches Lied es ist. Ohne Scheiß, 19? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, wann war ich 19? Ich war 18 und plötzlich war ich 20. Hä? Na, dann hättest du vielleicht nicht so viel Zeug nehmen sollen in der Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, wow. Lief ja was verkehrt. Da fehlt ein ganzes Jahr in meinem Gedächtnis. Aber das war halt wirklich ein so langes Jahr, weil man angefangen hat, Führerschein zu machen, da ist viel passiert. Und es ist dann einfach, die 19 hat man komplett übersehen. Und plötzlich bin ich 20 gewesen. Die Lügen, die mir wichtig waren, dass ihr nicht erkennt, von denen, die ich hier erzählt habe, habt ihr vielleicht 1 oder 2 herausgefunden, obwohl ich nicht... Oder 50. Ich wollte genau, 2. Das mit dem Kissen und mit dem Auto. So, da sind wir am Ende. Und das war's. Ah. Wir haben es geschafft. Wow. Wir haben es geschafft. Also das war kein Wohlfühlvideo, das möchte ich mal sagen. Oh. Dann warte mal auf das Schachvideo. Ja, also ist ja unfassbar, dass der Drache offiziell Schach gespielt hat. Ja. Wow, also das, super Schach für mich ist schon alleine die Information neu, dass er die Regeln kennt und das Spiel spielt. Wobei, das sind auch 2 Paar Schuhe, ne? So ist wahrscheinlich. Ja, also da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn wir das machen. Da ich wusste noch nicht, dass es dazu ein Video gibt. Machen wir. Wow, sehr schön. Gut. Willst du dich zuerst verabschieden? Ja, ich verabschiede mich. Es war mir eine große Freude, dass ich dabei sein durfte, Anni. Vielen lieben Dank. Danke, Anni. Und jetzt mache ich meine Verabschiedung. Achtung, hör gut zu. Okay. Ja. Also ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder streamen wieder. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz viel Liebe an euch und Michi off. Muss ich jetzt einen Song machen, oder? Ja, bitte. Hey Leute, vielen lieben Dank, dass ihr das mit uns allen und uns beiden hier ertragen habt. Ja, es wurde schon viel gesagt. Bleibt gesund, passt gut auf euch. Danke auch an dich, Herr Malzahn, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ja, Leute. Werdet ihr, bleibt gesund. Passt gut ganz auf euch. Viel Liebe. Ganz, ganz viel Liebe. So nämlich. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und Metal Finger und Michi und so. Und auf. Ciao. Bis bald.